Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Veranstaltungsreihe, dem Wikimedia Salon, das ABC des freien Wissens. Wir gehen die Buchstaben durch, beschäftigen uns mit verschiedenen Aspekten von freiem Wissen, von Wissenteilen. Und heute geht es um einen Aspekt, der uns auch vor Gericht gerade ganz akut beschäftigt, nämlich den Teil der Reproduktion. Digitaler Salon, ABC des freien Wissens, R wie Reproduktion. Wir sind in einem Haus, das diesen Geist schon atmet, das schon sagt, wir wollen Wissen teilen. Das ist das Mission Statement des Zentrums für Kunst und Medien hier in Karlsruhe. Und natürlich in diesem Raum hier hat vor wenigen Stunden die Mitgliederversammlung von Wikimedia Deutschland stattgefunden und auch das atmet diesen Geist. Und von vornherein war so ein bisschen die Sorge, naja, werden sich anhand dieses Settings und anhand der Erfahrungen, die gemacht wurden, werden sich die Podiumsgäste gleich zu einig sein? Wird das vielleicht zu leicht und zu einfach? Ich glaube, dass diese Expertinnen und Experten, die wir heute hier begrüßen dürfen, dass die schon sich bewusst sind, was dort alles noch an Schwierigkeiten sind, welche Vorurteile man vielleicht aus dem Weg räumen muss und wo vielleicht auch die Grenzen dieses ganzen Themas sind. Wir wollen uns heute beschäftigen, einerseits mit dem Wandel des Selbstverständnisses von Kulturinstitutionen, wo das ZKM ein leuchtendes Beispiel ist, die und sehr stark und sehr gut vorangeht. Das zweite ist dann, wie wandelt sich denn das Verhältnis von Original und von Reproduktion zueinander? Was passiert da gerade? Und im dritten Teil, was sind denn die rechtlichen Rahmenbedingungen und was sind Perspektiven? Was muss passieren, damit das alles besser funktioniert? Wir haben dazu heute vier Podiumsgäste und ich werde eine völlig unzulängliche Einführung aller vier gleich versuchen. Als erstes begrüßen wir Professor Dr. Ellen Euler. Sie ist Professorin für Open Data und Open Access an der Fachhochschule Potsdam. Setzt sich für ein digitales Gedächtnis ein und gegen eine Monopolstellung von Kulturinstitutionen. Und nebenbei ist sie der Meinung, dass man Dürer auch durchaus mal anfassen und ausmalen darf. Der Gastgeber heute ist Professor Dr. Peter Weibel. Er ist irgendwo gefangen zwischen Gutenberg-Galaxie und digitaler Welt. Er ist Turbonomade und steckt irgendwo auch zwischen Anarchie und Forschung. Er ist künstlerisch-wissenschaftlicher Vorstand des Zentrums für Kultur und Medien und stellt uns unter anderem heute sehr viel Wissen, sehr viel Input zur Verfügung und auch diese tollen Räume. Allein wenn wir nur mit diesen beiden Gästen schon sprechen dürften, das wäre schon großartig und da bräuchten wir schon mehr als 90 Minuten. Aber das wird noch besser und noch größer. Deswegen haben wir auch noch Barbara Fischer dabei. Barbara Fischer ist strahlende Kennerin der Vernetzung von Kulturinstitutionen. Sie ist bei der Deutschen Nationalbibliothek, arbeitet sie an der Arbeitsstelle für Standardisierung, ist dort Expertin oder nicht nur dort, aber dort im Speziellen, ist Kulturmanagerin und Expertin für Open Culture. Zuletzt Professor Dr. Rolf Sachse. Er ist nicht nur Fotograf von Ausbildung und Hause aus und Fotografieprofessor, war an der Saar, war in Krefeld, war in Karlsruhe, Professor Emeritus jetzt für Fotografie und Designgeschichte. Er ist auch Mitbegründer der Verwertungsgesellschaft Bild Kunst und bringt nochmal dann auch nicht nur die Ausstellenden und die Vernetzenden und die Zugriffsseite, sondern natürlich auch die Künstlerseite mit auf das Podium. Ich bitte euch um einen herzlichen Applaus für unser großartiges Podium heute. Jetzt die erste Frage, die wir uns gestellt haben, ist, wie stellen sich eigentlich Institutionen auf die neue Zeit ein? Was ist eigentlich Aufgabe eines Museums oder eines Ausstellungsraumes? Und die Frage, was ist eigentlich ein Museum in der heutigen Zeit? Wer könnte mir, Herr Professor Weibel, was ist ein Museum? Museum
hat klassischerweise zwei Aufgaben. Ich sage noch einmal klassisch und historischerweise. Es hat sich ja vieles geändert. Man sorgt dafür, dass Werke, die Künstler gemacht haben, nicht verschwinden. Das nehmen wir dann sammeln. Das heißt, die Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass eben das, was produziert worden ist, nicht wieder kaputt geht. Wenn ich einmal recherchiert, wie viel Prozent der Kunstproduktion der letzten 1000 Jahre auf diese Weise gerettet wurde, die höchste Schätzung war 7%. Das heißt, man kann sagen, 93% sind sowieso verschwunden. Also würde ich sagen, die Museen haben keinen guten Job gemacht. Weil das ist sehr wenig, 7% von der gesamten Kunstproduktion der letzten 1000 Jahre. Das betrifft sozusagen Skulpturen, Gemälde und alles Mögliche. Die zweite Aufgabe ist klarerweise von einem Museum, abgesehen von der Sammlung, dass er auch die Gegenwart, dass wir haben ja nicht einen Vertrag mit der Generation der Toten, wir haben auch einen Vertrag mit der Generation der lebenden Künstler, ja, und dadurch müssen wir auch lebende Künstler zeigen, wissenschaftlich aufarbeiten, ja, also dafür zu sorgen, dass eben durch Wechselausstellungen Gegenwartskunst bekannt wird für ein Publikum. Und die dritte Aufgabe, die wird heute schon gar nicht mehr wahrgenommen, nämlich, dass wir eigentlich auch werden wissenschaftliche Institute, die das, was wir machen, durch Bücher mit wissenschaftlichem Charakter, dann sozusagen dafür sorgen, dass ihr Wissen sich verbreitet. Und da sind wir schon bei einem Thema, dass es faktisch durch die jetzt bestehenden Gesetze und Praktiken, faktisch, es ist de facto unmöglich gemacht worden, wirklich gute Bücher zu machen. Weil wenn ich ein Buch mache, zum Beispiel über drei Künstler, das ist ein, ich möchte ja gelegentlich von empirischen Fakten sprechen, nicht nur von ideologischen Voraussetzungen. Wenn ich drei Künstler nehme, wie Josef Beuys, Wolf Hostel und Bas van Broek, dann hätte ich allein die Bildrechte, also ich habe die Bilder selbst gefunden. Wir haben zwei Jahre lang recherchiert in vielen, vielen Archiven, haben Bilder gefunden in Archiven von Spanien bis Weißkotin, von denen die Künstler und die Familien gar nichts wussten. Aber dann haben wir gesagt, es braucht wieder Rechte. Ich hätte nur für die Bildrechte 100.000 Euro bezahlt. Das ist moralisch nicht verantwortbar. Also ein Buch, was mehr wie 15.000 Euro kostet, die Produktion, muss ich nachdenken, ob sich das noch lohnt. Aber ich kann nicht schon, der Druck alleine kostet schon 30.000, 50.000, 40.000 Euro. Ich kann nicht ausgeben 100.000 Euro nur für die Bildrechte. Dadurch muss ich die Hälfte der Bildrechte wieder rausschmeißen, die wir gefunden haben, die regisiert haben, weil wir sie nicht bezahlen konnten. Das ist der Status quo. Sachse, Sie haben mich vorhin schon gewarnt, dass wenn ich hier so großartige Menschen habe, die so viel wissen, dass ich mit meinen Fragen wirklich vorsichtig sein muss, weil dann, wenn man einmal diese Büchse aufmacht, dass dann so viel rauskommt. Und das Problem ist auch, dass ich das wirklich alles sehr interessant finde, aber ich muss, Sie haben gesagt, 7% des Wissens ist erhalten worden oder der Werke und der Rest ist weg. Aber Frau Professor Euler, müssen wir den ganzen Kram eigentlich aufheben? Weiß ich nicht, ob ich da die richtige Antwort geben kann drauf. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, weil die Frage, was ist ein Museum, die würde ich auch ganz gerne mal versuchen zu beantworten. Sie ist ja vor allem auch eine Kulturerbeeinrichtung, also ein Museum. Und das finde ich, was wir heute sagen werden, gilt ja nicht nur für die Museen, sondern gilt für alle Kulturerbeeinrichtungen gleichermaßen. Und sie sind weniger im Digitalen ein Raum, also ein Ort, als vielmehr eine Aufgabe. Und Sie haben diese vielen Aufgaben, die Herr Professor Weibel auch schon benannt hat, zu erledigen und müssen quasi als Kulturerbeeinrichtungen, die das kulturelle Erbe, das kulturelle Gedächtnis pflegen und besorgen, auch im digitalen Raum mit digitalen und vernetzten Medien im Internet realisieren und adäquate Angebote machen. Und das ist sehr herausfordernd. Herr Weibel hat Beispiele dafür gebracht. Und es bedeutet eben nicht nur, das, was im analogen Raum passiert, ins Digitale zu übersetzen, zu transformieren, zu produzieren, zugänglich zu machen, sondern es bedeutet in doppelter Hinsicht die Beschränkungen des analogen Raumes aufzubrechen und zwar einerseits Angebote zu machen, die den analogen Raum erweitern, also transmediale, crossmediale Angebote zu machen, die über das hinausgehen, was analog passiert und ihn bereichern und andererseits aber auch die Nutzer, sozusagen die Beschränkungen, die Nutzer im analogen Raum haben, die mehr Rezipienten sind, zu Partnern machen, die tatsächlich mit den Angeboten im Digitalen auch, die sie sich aneignen können, zu eigen machen können, damit experimentieren können und von Nutzern tatsächlich zu Partnern werden, die kritisch Angebote kommentieren, unter Umständen auch mitgestalten können. Aber Frau Fischer, ich verstehe, dass ein Museum heute oder ein Ort von Kunst und Kultur vielleicht heute anders funktionieren muss als vor 20 Jahren. Aber
Trotzdem ist es doch in erster Linie noch ein Ort, zu dem ich gehen kann, um Dinge zu sehen, oder? Auf jeden Fall. Natürlich gehe ich in ein Museum, um Dinge zu erleben, zu erfahren. Ich möchte da sicherlich auch unterhalten werden und Wissen vermittelt bekommen. Aber Goethe hat mal gesagt, dass man nur sehen kann, was man weiß. Das heißt, warum gehe ich überhaupt in ein Museum? Ich gehe doch da erst hin, weil ich erwarte, dass ich dort etwas Bestimmtes, was mir schon bekannt ist, eigentlich erfahre. Und diese Sichtbarkeit des Museums im Erleben zu übertragen, das ist die Aufgabe der Museen, also das in den, was Frau Professor Euler schon gesagt hat, das in den digitalen Raum zu erweitern, um diese Sichtbarkeit nicht nur aus Marketingaspekten herzustellen, sondern auch, weil es sie mir erst ermöglicht, wenn ich im Museum bin, wirklich wertzuschätzen, was ich denn dort sehe, weil ich es gelernt habe, es zu sehen, weil ich damit vertraut bin, weil es mir bekannt ist. Sonst kann ich es gar nicht so als was Spannendes empfinden und flaniere nur so vorbei und bin dann ganz schnell müde und gehe wieder raus aus dem Museum. Also ich glaube, dass die Herausforderung heute an die Museen tatsächlich ist, eine sehr große Kommunikationsaufgabe. Wir müssen in den Dialog treten. Es ist nicht nur ein Vermitteln im Sinne von, ich gebe dir hier eine Message und dann kannst du die lesen oder auch nicht, sondern es ist das Miteinander ins Gespräch kommen auf allen möglichen Ebenen und das in einem ständig fluiden Zusammenhang. Das ist, glaube ich, das, was so spannend ist für die Museen heute und was auch ein bisschen schwierig ist. Aber Professor Sachs, ist das so viel anders als die Aufgabe des Museums, wie sie schon immer da war? Also Fotografien von den Ausstellungen machen, zu zeigen, was man hat, Leute einzuladen, das zu erfahren, im öffentlichen Raum Teile auszustellen und zu bewerben, das gab es doch alles schon vorher. Natürlich gab es das schon lange, aber die Museen sind einerseits als Sammlungen gegründet, wie Peter Weibel das beschrieben hat. Und in dieser Sammlungsfunktion sind sie natürlich ein Ausfluss einer feudalen Tradition. Die Neugründung der Museen um 1800 als bürgerliche Versammlungsorte hatte dann schon auch eine andere Funktion. Und man hatte natürlich gerade das wissenschaftliche Arbeiten an der Kunst auch dann dazu eingeführt, um eben ein Verständnis für jedermann herzustellen. Das heißt, dieses Wissen über die Kunst musste auch als Allmende gebraucht werden. Und da war eben immer die Schwierigkeit da, dass der Ort der Sammlung nicht unbedingt der Ort des Wissens ist, sondern dass eben Sammlungstätigkeiten in ein bewahrendes Element gehen, dieses bewahrende Element sich verselbstständigt und dann auch nicht mehr weiter produktiv tätig ist. Das heißt, wir haben viele, viele tote Sammlungen. Peter Weibel wird es genauso kennen wie ich. Es gibt Sammlungen, die in Kellern sind, die einfach weit weg sind und wo wir überhaupt nur als Spezialisten ganz gelegentlich Zugang haben. Und dann ist man immer gleichzeitig wütend wie erstaunt, dass diese Sammlungen überhaupt nicht verfügbar sind. Aber oft ist es ja aus gutem Recht, dass diese Sammlungen sozusagen so bewahrt werden, aus konservatorischen Gründen. Und das Schöne ist ja, dass man mit den digitalen Techniken diese Sammlungen ganz anders erfahr- und erlebbar machen kann. Dann kann man halt, wir haben das hier oben in der Galerie gesehen, da ist einmal dieses kleine Skelett ausgestellt gewesen von der Ringelnatter, ganz fragil, ganz kostbar, geht ganz leicht kaputt. Und dann hatten wir diese Virtual Reality Anwendung, Scalex, die im Rahmen von Coding Da Vinci entstanden ist, und plötzlich kann man quasi das Skelett anfassen. Man kann durch die Schlange hindurchrutschen und sie vermessen und damit umgehen. Und dann habe ich doch einen ganz neuen Bezug zu dieser Schlange. Ja, dann ist das nicht nur so ein kleines staubiges Skelett in irgendeinem Kasten drin, sondern ich stelle eine Beziehung her. Und darum geht es doch heute. Wir möchten immer wieder Beziehungen herstellen zu dem, was wir sehen, was wir erleben, um nicht so verloren zu sein in der Welt. Das ist aber auch ein Paradigmenwechsel in der Kunst. Das ist ein ganz klarer Paradigmenwechsel da in der Kunst. Da möchte ich gerne einhaken. Herr Professor Weibel, das gefällt mir. Also dass, wenn man Museen in erster Linie als Ort des Bewahrens und auch Ort der Aufbereitung sieht, die für, also beispielsweise bei Coding Da Vinci kommen Hacker und Game Designer zusammen und ein Museum öffnet sich dem, gibt Datensätze heraus, um damit Sachen zu zeigen, erfahrbar zu machen. Dann kann doch das Museum der Zukunft ein Ort der Bewahrung sein, ein Archiv, das dann eben seine digitalen Tore öffnet und Sachen einfach nur zur Verfügung stellt, oder?
Das ist nur der Anfang. Die Kollegin hat schon gesagt, wir müssen das Wissen, was in diesem Kunstwerk als Erfahrung akkumuliert ist, auch vermitteln. Das heißt, wenn ich vor einem monochromen Bild stehe oder vor einem Bild von Rubens, das Wissen, was da drinnen ist, das erschließt sich ja nicht. Ohne die Vorbildung oder wenn er die Vorbildung nicht hat, muss ich sie ihm vor Ort liefern. Dadurch haben wir eben die ganzen digitalen Werkzeuge, dass eben das Gefängnis des analogen Raumes erweitert den virtuellen Raum. Dort kann sich das Wissen holen, was im analogen Raum nicht da ist. Das ist der entscheidende Punkt. Wir müssen daran arbeiten, dass das Wissen, das nicht im Gemälde zu sehen ist und ich auch nicht lesen möchte, auf der Seite, dass er durch Apps und alles Mögliche oder durch Online-Dienste, Website, dass er das Wissen auch bekommt, das in der Sammlung steckt. Und das ist eben so, dass Deutschland hier eine sehr unheimliche Rolle spielt. Beispielsweise die Skulpturen vom Metropolitan Museum, die sind im Netz frei und jeder kann sie sich als 3D-Druck runterladen. Sie kennen wahrscheinlich diese berühmte Skandal mit dem Nofretetenkopf in Berlin. Da haben Leute das behauptet, sie hätten das fotografiert. Jetzt ist es gar nicht technisch gar nicht möglich, sondern da muss irgendjemand glücklicherweise die Datensatz geleakt haben. Sodass es hat ein Museumsmitarbeiter glücklicherweise hat dann diesen Künstlerfreunden den Datensatz gegeben, da konnten sie den Kopf nachbauen. Die sind dann auch gerichtlich verfolgt worden. Das ist eine tragische Situation in Deutschland, dass man Wissen definitiv verhindert. Die Amerikaner, die stehen das mit der Borden, stehen alle ihre 3D-Skulpturen ins Netz und jeder kann sie runterladen. Das heißt, samt die Information, die damit erworben worden ist, das ist das Wichtige. Und das reicht dann aus? Also Museen als Orte, die digitale Sachen aufbereiten, Wissen zur Verfügung stellen, aber dann braucht es eigentlich gar keine Besucher mehr. Wir gehen noch weiter, auch in dieser Ausstellung hier. Das ist ja nicht nur freier Eintritt, sondern wir bieten auch Leuten an freien Kaffee, freie Getränke, freies Obst, freie Snacks, weil wir möchten, dass das Museum ein Coworking Space wird, dass Leute hereinkommen und gemeinsam, wir haben auch das Slogan Bilder bürgen Bilder, also nicht wie die Kuratorin. Ich gebe ein präzises Beispiel, so was ausschaut. Normalerweise haben Sie eine Sammlung von 1000 Fotografien und das sagt der Kurator, ich wähle jetzt die 20 wichtigsten aus, nach seinem Geschmack. Wir stellen jetzt 1000 Bilder an die Wand. Jeder kann reinkommen, jeder Besucher kann sich 8 Bilder davon auswählen. Das ist dann Technologie, dass man die dann mit High Frequency Identification legt man die dann auf Tabletts. Dann tut der Computer das speichern und dann drückt er auf den Knopf und dann kommt der Katalog heraus. Du verlässt das Museum als Kurator und als Publisher. Du machst dir deinen eigenen Katalog. Und im Katalog steht dann die wissenschaftliche Aktion dabei, die bei den Fotos nicht zu lesen ist. Das heißt, wenn er sich emanzipiert und mitmacht, das heißt, wir stellen Technologie zur Verfügung, wo er seinen Erfahrungsraum, seinen Wissensraum wirklich erweitern kann. Das ist das Wesentliche. Das Museum muss sozusagen auf die technischen Hilfsmittel zurückgreifen, um die analogen Möglichkeiten mit digitalen Technologien extrem zu erweitern. Das ist die Zukunft. Frau Professor Euler, können Sie das auf sich, auf uns sitzen lassen, dass eben das vielleicht in den USA das Verständnis davon viel größer ist und die deutschen Museen alle komplett dicht machen? Wie sieht die Erfahrung in Deutschland aus? Wie gehen Museen hier damit um und gibt es vielleicht Beispiele? Ja, ich würde sagen, das, was Sie beschrieben haben, ist ein wichtiger Teil. Das, was Sie beschrieben haben, ist sozusagen das digitale Speichergedächtnis. Und das ist eine der Aufgaben von Kulturerbeeinrichtungen, insbesondere auch von Museen. Und dadurch, dass die Dinge auch digital zugänglich und findbar gemacht werden, sind sie sozusagen oder können sie auch reaktiviert werden im gelebten aktuellen Gedächtnis und eine kulturelle Renaissance stattfinden, die andernfalls digital nicht passieren könnte. Andererseits ist es eben nur ein Baustein. Und es ist nur ein erster Schritt, es ist das, was ich gesagt habe, es reicht nicht aus, sozusagen im Digitalen präsent zu sein, indem man das Analoge ins Digitale übersetzt, sondern es geht darum, den digitalen Raum auch mit allen seinen Möglichkeiten anders zu erobern, nämlich indem man die Angebote so zur Verfügung stellt, dass sie auch tatsächlich aktiv neu angeeignet werden. Es reicht auch nicht, Angebote zu machen, die eine beschränkte Qualität haben oder sonstige Zugangsmöglichkeiten, Beschränkungen, sondern es braucht hohe Qualität, es braucht standardisierte Formaten, es braucht offene Schnittstellen, damit sowas wie Barbara Fischer beschrieben hat, nämlich tatsächlich auch Anwendungen geschaffen werden können mit diesen Inhalten, damit diese Auseinandersetzung, Aneignung mit den Inhalten, mit dem darin enthaltenen Wissen auch passiert. Und da sind, weil Sie gesagt haben, was ist in Amerika, in Deutschland vielleicht anders, die Museen in Deutschland eher noch zurückhaltend mit diesen
diesen Dingen aus vielen, vielen Gründen, weil sie eben auch die Herausforderungen erstmal, die damit verbunden sind, das sind finanzielle, technologische, organisatorische Hürden, die sie zu überwinden haben und vor allem eben auch rechtliche Hürden, wenn es um noch geschützte Inhalte geht, die müssen sie überwinden. Und das ist in Amerika, würde ich sagen, ein bisschen einfacher. Aber Sie haben recht, es ist vielleicht nicht nur die Voraussetzungen sind andere, sondern es ist auch die Mentalität möglicherweise eine andere. Aber auch hier passieren schon ganz tolle Dinge und gibt es viele tolle Beispiele. Auch Kulturerbeeinrichtungen kann man sich ja mal angucken und würde ich alle zu motivieren. Auf Coding Da Vinci gibt es eine eigene Website und alle die Einrichtungen, die hier ihre Inhalte zur Verfügung stellen, machen genau das. Sie wollen erfahren, was passiert denn dann mit den Inhalten? Wie eignen sich die Nutzerinnen, die dann gar nicht mehr Nutzerinnen im Sinne von Rezipienten nur sind, sondern tatsächlich Anwenderinnen, Partnerinnen, die neue Dinge schaffen? Was passiert? Was passieren da für dolle Dinge? Genau, ich wollte eigentlich auf Ihr Stichwort Paradigmenwechsel nochmal eingehen. Also ich glaube, weil das ist ein ganz wichtiges Stichwort, dieses der Paradigmenwechsel, der halt eben weggeht von der Vermittlung im Sinne von, ich erzähle dir jetzt mal, wie es geht und liefere dir den Kontext und wie du das zu verstehen hast, hin zu, ich mache dir ein Angebot. Und mich interessiert, was du zu diesem Angebot zu sagen hast. Vielleicht nicht immer mit dem vollständigen Kontext. Vielleicht weiß denn der User nicht genau, ach ja, wer war denn nochmal dieser Name Park und wann hat er genau gelebt und was hat er denn gemacht mit für Installation? Weiß der alles nicht. Aber er findet diese Installation, diesen Robert Man irgendwie total spannend und packt dann was dazu. Also diese Idee des Remix, von der wir jetzt alle so sprechen, als wäre es was wunderbar Neues, aber es ist doch eigentlich der Kern der Kunst, aus Alten wieder etwas Neues zu schaffen. Aber das erweitert sich jetzt über den Künstler hinaus. Vielleicht entsteht da manchmal neue Kunst, vielleicht manchmal mit Bildungsauftrag, Bildungsanspruch, manchmal vielleicht auch nur dilettantischer Quatsch, kann ja sein. Aber das Entscheidende ist dabei, dass Menschen die Möglichkeit haben, mit dem, was andere geschaffen haben, etwas Neues zu kreieren, sich das anzueignen, ohne das Alte dabei kaputt zu machen. Das finde ich das Schöne daran. Ich würde eigentlich ein bisschen mehr auf das Stichwort des heutigen Abends hingehen und sagen, wir haben ja das Wort Reproduktion. Das ist ja schon mal erst eine Produktion da, bevor wir reproduzieren können. Das heißt, die Kunst nimmt hier jetzt den Stellenwert an, den vorher religiöse Objekte hatten. Wir haben im Prinzip die Religion durch die Kunst ersetzt mit dem bürgerlichen Zeitalter, haben eben daraus einen Kunstbegriff entwickelt, der zu sammeln ist, wo die Dinge erhalten werden müssen. Und dann gehen wir jetzt damit um, indem wir sagen, wir müssen immer auf der Folie der Produkte, die als Kunst anerkannt sind, arbeiten. Ein Museum ist nur ein Museum, wenn es eben Weltkulturerbe enthält, so wie Sie es beschrieben haben. Erst dann kann man die nächsten Schritte weitergehen. Oder es muss natürlich Naturerbe und alle möglichen Sorten Erbe sein. Das heißt, wir müssen uns als Menschen durch Produkte verstehen, die andere zuvor auch als Menschen gemacht haben. Ohne diese Referenz geht gar nichts. Aber das ist gerade das Schöne an der Reproduktion, dass wir eben sagen können, diese Reproduktion ist als Ebene dann freigegeben. Jeder kann damit umgehen und wir sollten sie auch so frei halten wie irgend möglich. Die Frage ist immer die, brauchen wir dafür einen Kunstbegriff oder können wir einen anderen Produktionsbegriff verwenden? Das wäre dann auch ein Paradigmenwechsel, mit dem wir umgehen müssen. Eine solche Reproduktion wollen wir dann auch auf die Bühne holen, um nochmal auch zu erfahren, was so ein Museum eigentlich leisten kann und wie das umgesetzt wird. Und zwar ist das eine Installation von Armin Linke, Phenotypes Limited Forms, zu dem ich viel weniger weiß als Peter Weibel. Das ist die Arbeit, die ich gerade beschrieben habe. Ne? Es sind tausende Fotografien an der Wand. Sie haben links haben Sie einen Kasten, dass Sie weiße Handschuhe nehmen können, wie ein echter Kurator. Dann wählen Sie eben dann die 8 Fotografien aus. Die legen Sie dann auf diesen Tisch. Durch diese Radio Frequency Identification weiß der Computer, welche Fotografien Sie ausgewählt haben. Die werden dann auf einem Bildschirm, und das Sie dann gleich sehen werden, werden die dann abgebildet. Dann erscheint dann ein Feld, Print, drucken, baut man ab.
Also ich wäre ein bisschen schneller als Corrata, als für diese Dame, weil ich mehr Training habe. Ja, aber jetzt ergeht sie schon. Und dann habe ich gesagt, drückt sie auf den Knopf. Also sehen Sie, es kommt das heraus, und Ihre eigene Publikation. Das heißt, effektiv, der Museumsbesucher, er wird wissen, er wird Kurator und Publisher, wird Verleger. Ne? Ich möchte mal darauf zurückzukommen, was Herr Sachse gesagt hat, weil am Anfang, bevor ich auf das Thema Reparation komme, weil die Frage ist, wem gehört die Kunst? Ne? Und das Museum leidet noch heute an Geburtsfehler. Der Geburtsfehler war der, dass es ursprünglich immer eine feudalistische Gründung war, ne? Eine monarchistische, absolutistische Gründung. Ja? Und erst dann langsam dort bürgerliche Institution wurde. Ne? Aber es sind immer noch in den heutigen Museen sind immer noch Reste der Feudalherrschaft. Die meisten Museumsdirektoren benehmen sich wie Feudalherren. Sie benehmen sich genau genommen wie Gutsherren. Ne? Wenn Sie sich die Verträge anschauen, die die haben mit dem Staat, ja, da ist das nach Modell von Gutsherren. Ne? Das ist ein riesiges Problem, dass die da glauben, die Kunst gehört mir. Ja? Das heißt, es geht so, wenn ich mit einem Museumsdirektor durch ein Museum gehe, zeigt er mir seine Bestände, sagt er, das hat die Gräfin sowieso gekauft, das hat der König sowieso gekauft und das habe ich gekauft. Er hat es nicht gekauft, ja. Er hat es mit den Mitteln des Staates gekauft. Aber den Unterschied merkt er nicht. Ja. Er glaubt, das ist sein Eigentum, ja, und behandelt es auch wie ein Eigentum. Ja. Das und die heißt, Gerichte geben ihm auch noch recht. Die Juristen geben recht, das meine ich ja. Das ist eine ganz fatale Situation in der Museumslandschaft, juristisch gesprochen, das System der Gutsherrschaft. Ja. Und dadurch ist es auch nicht möglich, dass man hier ein demokratisches Verfahren hat. Wir haben in der Kunsthalle einen Kollegen gehabt, ich habe eine große Ausstellung gemacht mit dem Bilderkrieg, da brauchte ich, also zwischen Protestanten, Katholik und so weiter, da brauchte ich aber Kranachser. Die haben Dutzende Kranachser. Ja. Aber die haben keine gegeben. Ne? Wir hatten eine Sitzung mit 12 Experten von Harvard bis zu Hans Belting, ne? Der mir gebeten hat, dass er eine Kranach hergibt. Sein Antwort war, wollen Sie mich bestehlen? Ich mache eine Leihangabe, eine Leihfrage. Und er glaubt, ich stehle was, wortwörtlich. Ne? Ich musste dann den Kranach holen von Portugal. Ne? Das ist das System, das meine ich, wir haben ein juristisches System in Deutschland, ja, weil die Politik sich nicht eingestellt hat auf demokratische Verhältnisse. Jetzt kommen wir noch zurück auf die Frage der Reproduktion. Ne? Wir beide haben ja das schon oft diskutiert. Gehen wir mal aus von der Beobachtung und dann von der Theorie. Wenn jemand sozusagen, wenn Sie ein Buch aufschlagen, da sehen Sie Gemälde fotografiert, reproduziert von Picasso bis Beuys. Ja? Was steht da drunter? Der Name Picasso oder Beuys. Nicht der Name des Fotografen. Ja? Nirgendwo. Ja? Wenn Sie aber sozusagen eine Zeitung aufschlagen und da wird ein Unfall fotografiert, da steht drunter der Name des Fotografen. Aber den Unfall hat nicht der Fotograf gemacht, ja, sondern der andere. Ja? Wieso steht, müsste dort stehen, der Urheber ist der Unfallmacher, so wie der Picasso der Urheber des Bildes ist. Ne? Das heißt, da verwechselt Begriff Autor und Urheber. Ja? Und das Urheberrecht ist genauso bescheuert. Ja. Das Urheberrecht kann bis heute juristisch nicht zwischen Autorschaft und Urheberschaft unterscheiden. Ne. Wenn man das anwenden würde, das Gesetz der Kunst, das sagt, ich mache die Aktion, ich mache das Bild, dadurch gehört es mir, ja, dann sage ich nicht ganz. Ja. Weil wenn jemand sozusagen die zwei Zwillingstürme in die Luft jagt in New York, dann kann auch sagen, das gehört mir, weil ich habe es getan. Ja. Ich habe es gemacht, ich habe es produziert. Aber die haben nichts daran verdient, die sind dafür sogar bestraft worden. Verdient haben die Fernsehanstalten, die das dann reproduziert haben. Ja? Sie sehen, also unsere Gesellschaft hat gar keine juristische Ahnung, was ist der Unterschied zwischen Reproduktion und Produktion. Und dadurch kommt sowas heraus, dass die fälschlicherweise sagen, das gehört uns sozusagen, das gehört aber nicht ihnen. Ne? Und der Fehler ist der, dass wir weder die Ökonomie der Produktion noch die Ökonomie der Distribution verstanden haben. Um das noch deutlicher zu machen, wenn Sie früher eine Schallplatte gekauft haben, haben Sie für das Spiel der Schallplatte nichts mehr bezahlt, ja? Weil das war Ihr Produkt. Ja? Aber wenn Sie das dann im Radio reproduziert haben, ja? Dann mussten Sie für jedes Mal was bezahlen. Ja? Die könnten auch sagen, wir haben es gekauft, das gehört uns. Ja? Wird aber nicht gestattet. Ja? Also je nach Lage wächst man der Position. Einmal ist es Produkt, einmal ist es Reproduktion, wird distributiert. Ja? Und das muss irgendwann ein Ende haben, weil sonst können wir in Zukunft kein Wissen mehr verteilen. Und wir werden auch jetzt schon gehindert, effektiv, wir werden jetzt schon gehindert, Wissen zu verteilen. Ne? Aber Herr Professor Sachse, hat es denn nicht ein Fotograf entsprechend auch Recht und ein Interesse daran, dass das, was er macht mit den Werken, die vorher schon da sind, sei es Architektur, sei es ein Kunstwerk, sei es im öffentlichen Raum oder in einer Sammlung, dort entsprechend die Rechte dran zu haben und diese Rechte auch zu behalten? Naja, das ist immer eben ganz klar eine Frage. Ich würde dir genau dem zustimmen. Also ich habe damals... Ganz kurz gesagt, Herr Kollege, ne, Ihre Frage. Ja. Ne? Wenn einer eine schöne Leiche fotografiert, ja,
dann muss er sagen, ich teile zumindest meinen Profit mit dem Mörder oder mit der Familie des Ermordeten. Ne? Das wäre normal. Ne? Ja. Als ich anfing zu arbeiten, gab es eben sehr große Schallplatten und dann kam eben, was weiß ich, eine Neueinspielung der Beethovenschen Werke durch ein österreichisches Orchester mit Herbert von Karajan als Dirigent heraus. Da war eben eins für mich typisches Ding, also die Firma, die das gesponsert hat, war Olivetti. Das heißt, der größte Schriftzug war Olivetti. Darunter kam in etwas kleiner Herbert von Karajan. Dann kam der in der nächstgrößeren Type das Orchester. Und irgendwo ganz klein unten hieß, spielt Beethoven. Also da haben sie genau diese Fallhöhe des Elements. Wir hatten damals als Idee bei der Gründung von Bildkunst tatsächlich daran etwas zu tun. Das hat sich aber leider eben in einer anderen Richtung verselbstständigt. Als die Gründung da war, war für mich die erstaunlichste Reaktion, also es war jetzt genau vor 45 Jahren, im Sommer 73 ist das gegründet worden. Ich war wirklich nur zufällig eben am Ort und wurde genötigt, mit zu unterschreiben, weil sie brauchten einen Studenten und einen Fotografen und dann hatten sie in mir beides auf einmal und ein befreundeter Archivar hatte mich geholt, hatte gesagt, du bist Student, du bist Fotograf, du musst hier was unterschreiben. Und das war es dann, das war dann die Gründung von Bildkunst. Die erste Reaktion, die mich dann interessiert hatte, war, ich habe als Fotograf gelebt und gearbeitet und davon das Studium finanziert. Und die erste Reaktion war mein eigener Berufsverband, dieser Bund freischaffender Fotodesigner, der sofort sagte, wir brauchen das alles nicht. Für uns zählt der Erstabgabepreis und was der Kunde mit den Bildern macht, ist uns scheißegal. Dass dieselben Leute dann alle umgefallen sind, weil sie dann irgendwann mal angefangen haben, Ausstellungen zu machen und sich als Künstler selbst zu verstehen und dann auf einmal dann doch ein Kunsturheberrecht beanspruchten, keine Autorenschaft, sondern ein Urheberrecht, war dann auch eine komische Ebene. Das heißt, da sind auch von beiden Seiten alle Ebenen ganz schnell verrutscht und das lange vor der Digitalisierung. Das muss man ganz klar sagen, das hat nichts mit Wikipedia zu tun, sondern diese Dinge sind alle schon in den Jahren 73 bis 79 passiert und schiefgelaufen. Der Konflikt ist alt, die Konflikte werden trotzdem schneller und etwas Unfaires haben Sie gerade schon angesprochen mit Autorenschaft und Urheberschaft und mit Wahrnehmung. Und etwas Unfaires haben wir hier auch, denn das Publikum, was hier vor Ort sitzt, hat noch keine Möglichkeit, Sie Fragen direkt zu stellen. Aber falls Sie uns im Livestream verfolgen, können Sie das tun unter dem Hashtag, der dort oben angeschrieben ist, Hashtag WMDE Salon. Da können Sie jetzt schon Ihre Fragen entsprechend stellen, die dann später gegebenenfalls hier reingegeben werden. Jetzt waren wir aber schon bei den rechtlichen Perspektiven und wir haben eben hier hinten ein Bild hängen, bei dem genau das Thema gerade vor dem Bundesgerichtshof entsprechend verhandelt wird. Das ist ein Fall der Reichs-Engelhorn-Museen. Ich weiß nicht, Herr Professor Sachse, oder wer kann das vielleicht kurz erklären, was es damit eigentlich auf sich hat? Und also das ist, glaube ich, ein ganz schönes, anschauliches Beispiel für genau diesen Konflikt. Ich kann das ganz kurz machen. Also das ist ganz einfach so, dass das eben die Museen heute auch unter einem Zwang stehen, und zwar einem sehr schwierigen Zwang. Die sogenannte neue kommunale Finanzierung, NKF, bewertet jedes Objekt, das in einem Museum ist, mit einem Geldwert. Und dieser Geldwert ist dann der Wert der Stadt, die dieses Museum hat. Und aus dieser Situation heraus folgt zwangsweise ein Verwertungsinteresse der Museen an den Werken in den Museen. Dazu wird dann zwischengeschaltet der Mann, der die Reproduktion herstellt, und der muss dann auch noch eben als Vertreter der Verwertungsinteressen herausgeholt werden. Das ist eine völlig verfahrene Situation, die so für mich ein klassisches Beispiel von 30 Jahren Neoliberalismus im Kulturbereich darstellt. Und ich bin kein Jurist, habe also keine Ahnung, was die einzelnen Dinge dann wirklich im Juristischen bedeuten. Geht mir aber einfach darum, dass ich natürlich feststellen muss, ein Bild, das in dieser Form überhaupt existiert in einem Museum, das kein Einzelstück ist. Also wenn wir jetzt gerade dieses Wagner-Porträt nehmen, das ist ein Porträt, ich glaube, eines
eines entweder Münchner oder Pariser Ateliers, bin nicht ganz sicher, wo es war. Es ist mehrfach überarbeitet, ist übermalt worden, ist koloriert worden. Das heißt, es gibt da mindestens 3-4 Mitautoren, die im Teamwork dran waren an diesem Bild. Es gibt mehrere Versionen dieses Bildes. Und dann kann ein Museum eigentlich für mich überhaupt gar nicht hingehen und sagen, das ist so singulär als Kunstwerk, dass wir da eine entsprechende Verwertungsinteresse machen können. Aber ich muss eben ganz klar feststellen, den Museen sitzt eben auch inzwischen neben der Gutsherrengeschichte natürlich auch die Finanzierung. Und typisch für mich ist es Mannheim. Schiller hat sich über das Mannheimer Theater immer aufgeregt. Ja, als die schlechteste Bühne Deutschlands. Und jetzt haben wir eben auch noch ein Museum aus Mannheim, das eben auch die Allmende kaputt machen will. Also es ist eine ganz komplexe Situation, die ich so nicht einzeln diskutieren möchte. Aber de facto gehe ich davon aus, gerade solch ein Bild kann überhaupt keinen Alleinvertretungsanspruch stellen. Auch ob es Kunst ist, ist dann auch immer noch eine Frage. Für mich ist es gutes Design. Frau Fischer, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Also was hat es mit diesem Bild auf sich? Also ich hab verstanden, es gibt eine Art Gutsherrenlogik, was in meinem Zimmer hängt, das ist mein. Und da habe ich entsprechend die Entscheidungshoheit darüber, was passiert. Aber was ist da jetzt genau vorgefallen? Also es ist so, es gibt ein Museum in Mannheim, die Reis-Engelhorn-Sammlung. Denen gehört dieses Werk, was wir dort sehen, auf dem Richard Wagner abgebildet ist. Dieses Werk wurde im 19. Jahrhundert gemalt. Ich habe jetzt leider die genaue Jahreszahl nicht im Kopf, ist also von der Definition her gemeinfrei, weil der Urheber oder die Autoren dieses Werkes schon seit mehr als 70 Jahren verstorben sind. Dennoch, das Museum, das Stück an sich, das Werkstück, das hängt dort in dem Museum, gehört der Sammlung Reichsengelhorn. Jetzt gibt es sozusagen einen, also das führt jetzt vielleicht zu weit, wir reduzieren das jetzt auf den Streit, dass es eine Reproduktion gibt, also eine Fotografie von diesem Werk, und diese Fotografie soll auch, um eine gute Reproduktion zu sein, möglichst eng an dem Werk sein, also die sozusagen kreative Leistung besteht darin, möglichst exakt zu kopieren, was das Original sozusagen darstellt. Und das Museum sagt, wir haben die Rechte, die Leistungsschutzrechte an dieser Reproduktion. Jetzt hat ein Freiwilliger aus dem Wikiversum eine Reproduktion dieser Reproduktion bei Wikimedia Commons hochgeladen unter der Maxime, aha, wir haben hier ein gemeinfreies Werk, es ist 2D, wenn man das jetzt einfach kopiert, dann entsteht keine Schöpfungshöhe, also es ist nicht wieder ein neues Kunstwerk entstanden mit der Reproduktion, folglich bleibt es gemeinfrei und kann auch als solches weiter veräußert werden und so auch in Wikimedia Commons hochgeladen werden, als gemeinfreies Werk. Das Museum hat daraufhin gesagt, das stimmt nicht, wir halten die Leistungsschutzrechte an der Reproduktion und verklagen deshalb die Wikimedia Foundation beziehungsweise explizit den User, der das halt eben hochgeladen hat. Und das ist jetzt durch die verschiedenen Instanzen gelaufen und hängt jetzt beim Bundesgerichtshof. Und bisher war zumindest die Tendenz der Rechtsprechung, dass man sagt, okay, ihr seid die Eigentümer Reichs-Engelhorn-Sammlung, deswegen dürft ihr nach Gutsherrenart auch entscheiden, was damit passiert. Denn also wenn man sich jetzt in die Denke der Juristen hineinversetzt, ja Mensch, meine Güte, wenn das jetzt mein Bild wäre und es hängt bei mir über dem Sofa, dann möchte ich ja auch nicht, dass irgendjemand kommt und da einfach ein Foto von macht und das sonst irgendwo hinpackt, ist ja schließlich meins. Ne? So, das scheint so die Denke zu sein und von daher glaube ich, ist auch das, was Sie sagten mit 30 Jahre Neoliberalismus, ja, das ist eine Reprivatisierung unserer Wissensallmende, die dort juristisch verbrämt irgendwie uns präsentiert wird. Jetzt haben wir, also jetzt gibt es eben Digitalisate und Reproduktionsfoto. Frau Euler, hatte noch einen Einwurf? Nein. Ich kann gerne noch was dazu sagen. Und, du kannst es juristisch noch besser ausführen.
Ja, vielleicht ergänzend, es gibt ja tatsächlich zwei Fälle. Der Fotograf hat ja nicht nur ein Bildnis, eine Reproduktion, das das Reichsengelhorn-Museum selber angefertigt hat, in die Wikimedia hochgeladen, sondern er hat auch selber innerhalb des Museums eine eigene Reproduktion angefertigt und die auch hochgeladen. Und in beiden Fällen hat das Gericht aber gesagt, das war so nicht in Ordnung. Einerseits, weil die Reproduktion geschützt war, konnte er sie nicht hochladen und andererseits die eigene Reproduktion durfte er schon nicht anfertigen, weil er da gegen ein Fotografieverbot, also Hausrecht des Museums, verstoßen hatte. Und das, also dieser Zusammenhang, der ist tatsächlich problematisch, wenn einerseits Hausrecht eben verbietet mit den Inhalten, die schon in der Gemeinfreiheit sich befinden, also in der Allmende sind und von jedem genutzt werden können sollten, Hausrecht dies verhindert und andererseits Reproduktionen nicht genutzt werden können im Digitalen, weil Rechte daran behauptet werden, dann trocknet das ein Stück weit die digitale Allmende aus. Aber die digitale Allmende ist eben Substrat für die Auseinandersetzung mit kulturellen Inhalten und Innovation, kulturelle Fortschreibung. Und damit das passieren kann, muss es darum gehen, diese digitale Allmende zu bereichern, zu erweitern. Aber das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, weil man kann auch die Museen, die so handeln, ein Stück weit verstehen. Das ist ja nichts Schlechtes erstmal, diese Auffassung, wir sind die Bewahrer und das müssen sie auch sein. Aber auf der anderen Seite kommt eben jetzt im Digitalen noch was dazu. Sie sind nicht mehr nur Bewahrer, sie sind auch Ermöglicher und da müssen sie diesen Schritt, diesen Change of Mind, den müssen sie eben erstmal vollziehen und das haben noch nicht alle getan. Aber vielfach ist eben noch die Denke bei den Museen auch, und das war ein ganz starkes Argument auch für das Reichsengelhorn-Museum, wir verwenden ja hier öffentliche Gelder auch, um diese teuren Reproduktionen anzufertigen und dann ist es eine Frage, wenn wir die jetzt in die digitale Allmende geben, dieses mit öffentlichen Geldern finanzierte Digitalisat, passiert dann nicht unter Umständen eine Privatisierung der Gewinne, auf der anderen Seite Sozialisierung der Verluste. Und ja, und da hängen sie irgendwie in dieser Denke verhaftet und man kann vielleicht ein Problem auch nicht mit dem Denken lösen, mit dem man es erschaffen hat. Das ist so die Schwierigkeit darin. Darf ich da gerade noch einsteigen? Ich glaube, ein bisschen, also mit dieser Verordnung, dass man gezwungen wird, als Museum seine Werte, seine Sammlung sozusagen zu rematerialisieren, indem man sie halt eben verwertet. Damit gewinnt man natürlich den einen oder anderen Euro. Das mag ja so sein. Aber letztendlich, indem man die Wissensallmende austrocknet, wie Frau Euler gesagt hat, vergräbt man damit quasi sein Silber und damit gerät es in Vergessenheit. Und vergrabenes Silber nutzt auch niemanden. Es geht sogar so weit wie das, was du beschrieben hast mit den 93% verschwundener Kunst. Ich habe in meinem ziemlich langen Leben schon eine ganze Menge Nachlässe betreut und bin als Nachlasshalter von vielen berühmten, mittelmäßig berühmten Künstlerinnen und Künstlern unterwegs gewesen. Ich habe mehrfach Fälle gehabt, wo ich wirklich Nachlassteile in einem Museum abgeliefert habe und die mich wirklich auf Knien darum gebeten haben, dass niemand weiß, dass ich das dort abgeliefert habe, weil nämlich dann das Museum wertvoller wird, sie wieder mehr Steuern zahlen müssen, sie wieder ein Problem haben. Das heißt, ich komme jetzt schon mit meinem Nachlass mit dem Auto rückwärts in den Lieferanteneingang und kippe das da so in einem üblen Pappkarton ab, damit gar keiner merkt, dass da jetzt ein Nachlass einer berühmten Bauhausfotografin abgeliefert worden ist. Ist mir 1:1 im Bauhausarchiv in Berlin passiert, ist jetzt mehr als 10 Jahre her, darf man erzählen. Aber genau das ist eben dieser Druck, unter dem die auch stehen. Für mich ist das eine Refeudalisierung des Sammelns. Professor Weibel, wenn ich es richtig verstanden habe, also wenn der Autor über 70 Jahre tot ist, dann ist etwas gemeinfrei oder wenn er es von vornherein als gemeinfrei deklariert hat, auch das geht ja, oder zwischendurch. Also etwas ist gemeinfrei und dann bei euch im Museum drum und dann ist es das nicht mehr. Aber wenn jetzt jemand schon hingegangen ist und eine gute, hochwertige Reproduktionsfotografie, ein Digitalisat angefertigt hat, Beispiel: Die Mona Lisa besuchen sicherlich mehrere Zehntausend, vielleicht Hunderttausende Menschen im Jahr.
aber Millionen und Milliarden Menschen kennen das Lächeln der Mona Lisa. Wenn wir eine hervorragende Reproduktion haben, wenn wir eine digitale Aufbereitung haben, wenn wir das Wissen um die Kunst, um die Aspekte, um die ganze Geschichte dahinter, wenn wir die digital haben, wofür brauchen wir das Teil dann eigentlich noch? Ich meine, das Original. Gut, diese Frage habe ich schon öfters gehört von Politikern. Ja. Weil sie sich denken, wenn wir alle Museen digitale Sate haben, ja, dann ist das alles viel billiger, sozusagen. Ne? Und da habe ich dann den Herrschaften sagen müssen, wissen Sie, die Museumsdirektoren, wieso wollen die Museumsdirektoren die Originale behalten? Ja, weil das ist eigentlich ihr Job, das ist ihre Auffassung, dass sie Originale behalten. Ja? Deshalb kämpfen sie dafür, dass Originale behalten werden und eben nicht verkauft werden, ne, in andere Länder oder und so weiter. Die Mona Lisa ist ja deswegen berühmt, weil sie mal 2 Jahre gekidnappt war und der Museumsdirektor einfach die leere Wand hat hängen lassen, sodass die Leute erstmal überhaupt angefangen haben, sie zu vermissen. Seitdem ist das Ding berühmt. Vorher war das gar nicht berühmt. So rum ist die Story gelaufen. Und das finde ich ja toll. Hans Belting hat das traumhaft schön beschrieben, brauchen wir nicht weiter erzählen. Aber das ist eigentlich der wirkliche Gag an der Mona Lisa, dass das Fehlen des Bildes ja das Bild überhaupt erst berühmt gemacht hat. Die leere Stelle wurde ja öfter fotografiert als die jetzige Stelle. Ne? Ja. Aber zurückzukommen auf das noch ganz kurz, das Reichsengland-Museum. Es ist ideologisch, wie Sie richtig gesagt haben, sie sind gefangen in den alten Denke. Ja? Das werfe ich dem Museum nicht vor, das kann durchaus passieren, habe ich beschrieben. Ne? Aber dass der Justiz das unterstützt, die alte Denke, das ist mein Vorwurf, ne? Dass sie den Prozess sozusagen verloren haben. Ne? Das zeigt, dass der Deutschland einen großen Mangel hat, ja? An Logik, an Denkvermögen. Ne? Ja, die müsste auch imstande sein, der Juristen ein bisschen umzudenken. Ne? Es ist alte Denke, wie Sie gesagt haben. Ne? Dazu kommt noch zweitens, diese Leute haben auch keine Ahnung von ökonomischer Theorie. Ja? Nämlich, was spricht der Ökonomie von Grenznutzen? Ja? Das heißt, das Wort Nutzen kommt schon vor. Ja? Das heißt, je mehr Leute das jetzt benutzen, umso wertvoller wird das Original. Ja? Also wenn man ein bisschen denken könnte, ein bisschen ökonomisch, nicht nur ideologisch, ja, wird man sehen, wie gut das ist, dass es eben heraufgeladen wird. Weil je mehr Nutzer da sind, umso mehr steigt der Wert dieses Bildes. Ja? Wenn, zum Beispiel, wenn wir eine Ausstellung machen, ja, und dann wird ein Foto dieser Ausstellung dann irgendwo anders, wird die Ausstellung wiederholt irgendwo anders. Ne? Das heißt, bei Wiener Festwochen, ne? Da druckt man den Katalog unsere Arbeit ab. Ja. Ich kann doch froh sein, dass die Wiener Festwochen mein Werk, also das State Camps, vertreiben, ja, und für die Multiplikation sorgen. Das ist der Grenznutzen. Ich werde euch nicht hingehen, dafür, dass du jetzt für mich Reklame machst, ja, musst du das noch dafür bezahlen. Ja. Das ist auch ökonomisch dumm gedacht. So dumm, ja, ist nur das deutsche Fernsehen. Hm? Da gebe ich ein Beispiel von einer unerfasslichen Dummheit. Ja. Wenn zum Beispiel ich hier eine Ausstellung habe, ja, dann kommen die her, fotografieren alles und senden das Sendung. Sie geben wieder mir, dem Museum, noch den Künstlern Geld. Ja? Wenn Sie ein bescheuertes Fußballspiel abfilmen, ne? Ja? Ja? Dann zahlen Sie nicht nur den Spielern das und den Vereinen, ja? Ja? Sondern noch viel schlimmer. Ne? Die Leute haben dann so ein Leibchen auf Bewin oder Sie oder Fly Emirates. Ja? Ja? Und die haben dann 90 Minuten Reklame. Ja? Wenn Sie eine Minute Reklame machen im Fernsehen, dann müssen Sie wahnsinnig viel Geld bezahlen. Diese Leute haben 19 Minuten, glaube ich, jedes Wochenende. Ja, und sie haben nichts dafür, sie bekommen sogar noch Geld dafür. Das heißt, die Logik, die Distribution, das ist unser Problem. Ich spreche von Reproduktion. Es geht darum, dass die Leute verstanden haben, dass wir heute in der Ökonomie der Distribution leben. Und sie wenden Gesetze an von der Altersphase der Produktion. Ja. Wie kann man so blöd sein, dass man vielleicht immer jedes Wochenende riesige Geldsumme gibt? Ja. Das führt dazu, ja, wenn Sie sich mal die Frage stellen, wieso haben früher Fußballer bis 40 Jahre gespielt und hatten nachher, wenn sie Glück hatten, eine Tankstelle. Ja. Heute haben sie nach 2 Jahren sind sie Milliardäre. Ja. Weil sie vom Fernsehen, von diesen Trotteln das Geld bekommen. Für die Reproduktion eines Spiels. Ja? Ja? Das heißt, das hat man auch verstanden, je mehr Leute zuschauen, ja? Und das Fernsehen sorgt selber dafür, durch ähnlich viel Reklame, dass sie immer mehr zuschauen. Ne? Das heißt, die machen ja ganz Berlin halb dicht, damit sie irgendwelche Sportereignisse feiern können. Ne? Mit Hilfe der Polizei, mit Hilfe des Staates. Ne? Und dann sagen sie, wir haben was Tolles übertragen. Ne? Aber das haben sie ja selbst geschafft, produziert, was sie nachher reproduzieren. Ne? Und das ärgert mich so, ne? Dass hier das Gesetz vollkommen dereguliert ist. Ja? Dass wir dann noch zwangsfliegen. Ich habe keinen Fernseher, ich habe auch kein Radio, muss trotzdem dafür bezahlen. Ne? Ich zahle Zwangsgebühren für eine voll besteuerte Schatzfernsehen. Ne? Das ist intolerabel und das hat damit zu tun, das ist das Gleiche hier, dass einfach die ökonomischen Gesetze und die logischen Gesetze der Ökonomie, der Distribution, der Reproduktion nicht verstanden werden. Das ist das Problem.
Darf ich da? Ich hätte unheimlich gern Einblick und Access in Ihre Köpfe, um zu sehen, was für Fragen Ihnen jetzt schon hinter der Stirn vor den Augen vorbeilaufen. Ich möchte gerne gleich dazu kommen. Vorher hat Frau Fischer noch eine Anmerkung direkt dazu. Und vorher würde ich Frau Euler im Anschluss gerne entsprechend fragen, was ist denn jetzt eigentlich wertvoller? Was ist wirkmächtiger? Nachdem ein Kunstwerk da ist, nachdem es reproduziert wurde und im digitalen Raum aufbereitet wird, ich denke an Folianten, die sonst im Archiv nur sehr vorsichtig angefasst werden können, die vielleicht durch Benutzung und durch Anatmen schon kaputt gehen. Ich denke aber auch an Werke, zu denen man sich physisch bewegen muss, um sie wahrzunehmen. Was ist denn inzwischen wertvoller? Ist es das Original oder ist es die Reproduktion? Soll ich darauf jetzt antworten, weil Sie sagten, erst Frau Fischer wollte unmittelbar. Genau, ich will nur ganz kurz was einlenken oder einwerfen zu dem Thema der Distribution. Ich glaube auch, dass Sie recht haben, jawohl, Vertrieb ist heute ein ganz wichtiges Thema, Sichtbarkeit ist ein ganz wichtiges Thema und wir bemühen immer gerne die Mona Lisa. Macht das auch gerne. Aber ich glaube, dass das, was viele Museen bewegt, und es sind ja nicht alle, die Mona Lisen in ihren Museumsräumen haben. Manche haben Faustkeile und von denen gibt es dann doch irgendwie mehrere tausend in den Museen. Aber trotzdem, dieses eine Museum mit den 50 Faustkeilen möchte ja auch existieren. Und wenn jetzt die Bilder von diesen Faustkeilen da draußen in der Welt herumdiffundieren, dann weiß man ja womöglich gar nicht, dass dieser Faustkeil von dem Museum in Buxtehude ist. Das heißt, das Thema der Attribution ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Auch wenn ich ein Fotograf bin und Sie sagten das, bevor wir hier in den Raum gegangen sind oder hier auf dem Sofa, das weiß ich gar nicht mehr, dass dem Fotografen ursprünglich, wenn ich mein Bild einmal verkauft habe, einen guten Preis dafür gewonnen, danach ist mir das eigentlich wurscht, was damit passiert. Das sagten Sie hier auf dem Sofa. Heute ist es ja so, dass so ein Bild vielleicht mehrfach nachgenutzt werden kann. Das kann aber nur dann wieder zurück zu mir fließen und für meine Sichtbarkeit sorgen und für meinen Ruhm und für meine Ehre und überhaupt und meine Wertsteigerung sorgen, wenn man dann weiß, dass es von mir kommt. Und diese Attribution, die versucht sozusagen der Jurist über das Urheberrecht irgendwie herzustellen. Das ist aber eine sehr instabile Brücke. Wir brauchen, glaube ich, in diesem digitalen Zeitalter brauchen wir eine eher technische Lösung für die Attribution, die halt sicherstellt, dass wann immer ich ein Werk, wo immer auch ich es finde, ob ich es bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram, bei dem Blog meines Nachbarn oder sonst irgendwo herbekomme, dass ich dann trotzdem nachverfolgen kann, wo kommt denn das Bild eigentlich her? Und das brauche ich nicht nur, um die Verwertungsrechte des einzelnen Künstlers, sei er denn, ob er noch lebt, oder des Reproduktionsfotografen irgendwie sicherzustellen, sondern auch, um bewerten zu können, wie authentisch ist denn dieses Bild. Also auch im Sinne von Fake News, Alternative Facts, muss ich eigentlich wissen, mit der Attribution, wo ist die Quelle, wo liegt das Original? Und das ist eine Frage, die meines Erachtens viel zu wenig diskutiert wird und für die wir aber tatsächlich eine Lösung brauchen. Ganz kurz, das ist ganz richtig, weil ich wäre sauer, wenn mein Bild in der Facebook-Katalog abgedruckt wird, aber nicht drunter steht Ausstellung ZCAM. Ne? Er soll dafür nicht bezahlen. Ne? Das ist genau, was ihr gesagt habt, die Verwechslung von Attribution und Copyright. Ja. Das macht hier das Museum. Ne? Die Attribution, die kostet nichts sozusagen. Aber die muss teilweise gewährleistet sein. Es kann nicht sein, dass der Künstler etwas macht oder vorher etwas macht, dann wird verschwiegen, ja? Dass er der Urheber ist. Das ist sozusagen in dem Sinne, es gehört ihm nicht, aber es ist ihm attribuiert. Das ist genau der Punkt. Ja. Also nutzt es gerne, aber sagt gefälligst, wo es herkommt, damit jeder weiß, wo er sich das Original entsprechend ansehen kann. Frau Professor Euler, wo liegt denn jetzt der Wert der Künstler, also der Wert in der Kunst und in der Nutzung von Kunst? Ist es im Original oder ist es im Digitalisat? Ich glaube, fast schwieriger ist die Frage, die Herr Weibel und Frau Fischer jetzt aufgerufen haben, also der Unterschied zwischen, oder was ist überhaupt noch das Original, was ist die Reproduktion? Also weil
wie Herr Weibel richtig gesagt hat, die Kopie oder die Reproduktion stärkt ja auch das Original. Und je mehr etwas geteilt oder bearbeitet wird, umso wertvoller vielleicht auch der Wert vom Original. Wenn wir aber im digitalen Mixed Reality, Virtual Reality, Cross- und Transmediale Angebote digitale haben, dann verschwimmt die Grenze zwischen Original und Reproduktion. Und es ist immer schwieriger zu unterscheiden, was ist jetzt noch Original, was ist Reproduktion. Und vielleicht realisiert sich darin auch, was McLuhan mal gesagt hat, das Medium ist im Grunde genommen die Botschaft. Oder es gab auch mal eine schöne Ausstellung, ich glaube in Frankfurt, der Kunstverein, der sozusagen gesagt hat, Perception is Reality, also die Wahrnehmung ist die Realität. Und im Grunde genommen ist das Original ja auch nur eine Fiktion der Realität oder das, was ich wahrnehme, Realität. Auf der anderen Seite glaube ich ganz sicher, dass das Original oder der Impulscharakter des Originals was ganz Eigenes ist und auch erhalten bleibt. Und wie wir auch schon auf dem Sofa, irgendeiner hat es auch schon gesagt, ohne Originale gäbe es ja auch nicht die Reproduktion. Und insoweit kann ich gar nicht beantworten, was jetzt wertvoller ist. Ich kann auch nicht sagen, was ist wichtiger. Ich glaube, es steht ein Stück weit nebeneinander und wir brauchen im digitalen Raum die Reproduktion. Ganz viel passiert aber auch im Übrigen schon originär digital. Und wenn wir den Fall, will ich vielleicht noch mal nach vorne holen, hier mit dem Porträt von Wagner, dann haben wir es ja mit einer Reproduktion zu tun, wo es sozusagen im Analogen ein Original gibt und im Digitalen können damit einfach andere neue Dinge passieren. Und ich glaube, wir haben aber mindestens zwei analoge Originale, mindestens zwei, weil es gibt ein Foto, nach dem dieses Gemälde hergestellt worden ist. Also es sind mindestens zwei Originale. Wie auch immer, aber im Digitalen glaube ich, dass es einfach verfügbar sein sollte. Und da finde ich es auch ganz im Übrigen ganz schwierig, was jetzt zuletzt zur Sprache kam mit der Attribution. Ist es wirklich so, dass der Fotograf oder wer auch immer, der die Reproduktion erstellt hat, dann nochmal eigens attributiert werden muss? Oder was, hier passiert ja keine Neuschöpfung und das Urheberrecht ist ja im Grunde genommen auch ein Instrument, um genau das zu realisieren, dass Neuschöpfungen passieren können, sondern hier wird einfach was übersetzt in ein neues Medium. Und da weiß ich nicht, das ist jetzt eine Frage, die auch mittlerweile vom BGH liegt und ich glaube, Wikimedia wartet stündlich da auch auf ein Urteil. Und im Übrigen weiß ich nicht, ob es wirklich was verändern wird, weil selbst wenn die Gerichte feststellen werden, in welche Richtung auch immer, es gibt ein Recht oder es gibt kein Recht, mal angenommen, sie sagen, es gibt kein Recht, dann bricht ein Stück weit sozusagen die Verfügungsgewalt darüber weg. Aber ich wage mal zu bezweifeln oder zumindest in Frage zu stellen, ob wir dann wirklich eine reichhaltige oder blühende digitale Allmende bekommen werden, wenn wir mal in andere Länder schauen, wo es sowas gar nicht gibt, so ein Lichtbildschutzrecht, also ein Recht an der Reproduktion, zum Beispiel in Österreich, dann ist es da auch nicht so, dass massig tolle Angebote im Internet verfügbar waren. Was nämlich viel wichtiger ist, ist sozusagen die Kulturerbeeinrichtungen und deren Einstellungen. Und was hier passieren muss, ist eben, dass sie sich als Ermöglicher begreifen müssen. Und das können sie schon jetzt. Da ist das Recht überhaupt gar nicht der bedeutsame Faktor, sondern sie können schon jetzt tolle Angebote machen und Reproduktionen natürlich frei zur Verfügung stellen für alle. Apropos für alle. Unter dem Hashtag sind vielleicht schon Fragen reinkommen, ich weiß es nicht. Wenn Sie uns verfolgen, Hashtag WMDE Salon, können Sie Ihre Fragen einbringen, damit sie auch noch rechtzeitig gestellt werden. Gibt es zum jetzigen Zeitpunkt Fragen aus dem Publikum direkt? Ich möchte gerne sprechen zu einem wichtigen Thema Original und Kopie oder Reproduktion. In der Praxis ist es so, das Originalbegriff hat sich gebildet, das materielle Original am Beispiel des Gemäldes. Wenn jemand ein Gemälde nachgemacht hat, zum Beispiel der Künstler selber, beispielsweise Malevich hat ja erst die Bilder des Schwarzen Quadrats gemalt 1915, aber die Bilder, die wir heute sehen, hat er nochmal gemalt 1923. Das Bild von 1915 gibt es gar nicht. Dann hat das Bild von 1923 hat man uns mal geschickt, wir haben das hier gefälscht, haben das gefälscht zurückgeschickt und haben das nicht bemerkt. Spaß.
Das, also aber in der Wiederkunst, ne, oder in der Zivilisationskunst kann man von Original gar nicht mehr reden. Ne? Mensch, also wenn Bill Viola, ja, einen Wassertropfen macht, ja, und der geht runter und der Wassertropfen hat eine Kamera, ne, wie das Spezialobjektiv, und da sieht man sich selbst den Wassertropfen gespiegelt, ne, wird an die Wand projiziert, ja, und man sieht jetzt dann selbst gespiegelt im Wassertropfen, und da fällt der Wassertropfen runter und macht einen Trommelschlag. Das hat er gemacht bei Dokumente. Wenn ich das kann, ich jederzeit nachmachen. Ja. Genauso wie es im Plan steht. Ja. Es kommt dann genau das alte Copyright, das hat dann die Familie. Das geht nicht, weil das gehört uns. Ja. Sage ich, ja, ich tue es auch nachher zerstören. Ich baue es nach, exakt nach Plan, nach allem drumherum. Ja, und tue es nachher zerstören, dass ich, wenn ich dein Eigentum aneigne, was ihnen gehört. Ja. Aber die erlauben mir das nicht. Ja. Ich kann aber, und die haben aber selbst kein, die haben kein Substrat und gar nichts. Ja. Es kann ich die Arbeit gar nicht mehr machen. Muss ich mir das vorstellen? Man hindert mich als Museum an der Rekonstruktion. Ja. Das ist dann eine Kopie, wenn man so will, eine Reproduktion oder Rekonstruktion, ein Original, das es gar nicht mehr gibt. Ja. Das ist die Wirklichkeit. Ich bin ständig sozusagen, und deshalb möchte ich auch Ausnahmen. Wir haben jetzt hier eine Ausstellung Raman Lull, ein Logiker, Mystiker, Theologe aus dem 13. Jahrhundert. Ja. Im Laufe des Jahres sind von ihm seine Hauptwerke übersetzt worden in Arabisch und Hebräisch. Ja. Es war dann unser Ehrgeiz, die drei Hauptwerke in alle drei Sprachen, also Hebräisch, Arabisch und Lateinisch, zu zeigen. Ja. Da lasse ich das schon, den Bischof von Aleppo ausfliegen, weil der muss dann quasi schmuggeln, ja, dass er daherkommt. Das ist sehr kostspielig, diplomatisch, so kompliziert, dass das deutsche Außenministerium das gar nicht zustande gebracht hat. Das müssen wir machen, unsere Hinteingänge. Ja, ja. Da zahlt sich dann aus, dass ich die drei Originale, zeige. Ne? Weil das von Aleppo, es war noch nie der Fall, dass diese drei Werke nebeneinander waren. Ne? Aber wenn ich jetzt mir ein Sammler sage, ich habe jetzt 20 Zeichnungen von irgendeinem amerikanischen Künstler und dann möchte ich für die Leihgebühren das und jenes ja auf 10.000 Euro kommen, ne? Dann tue ich lieber die Ligisate produzieren. Ne? Das heißt, wir machen das tatsächlich so, dann werden die Zeichnungen, das erlaubt er mir dann sogar, das hat er da gut, ich erlaube Ihnen, die Ligisate der Wand zu produzieren. Und das funktioniert auch so, dass jeder betrachtet, als wenn das Original sein würde. Nur es gibt ja nicht Objekte, wie zum Beispiel Bücher, die 400 Jahre alt sind und die noch nie zusammen beisammen waren. Da möchte ich das schon, dass das sagen, die Leute schauen, jetzt sehe ich zum ersten Mal der Weltgeschichte die drei Bücher nebeneinander. Ne? Ja, hallo. Ich habe ein kleines Problem mit diesem ganzen Gespräch bislang. Ich habe mich sehr darauf gefreut und ich habe gehofft, da geht es um, wem gehört die Kunst? Jetzt haben wir viel davon gehört, wir haben das haptische Original und wir haben die digitale Kopie, aber um wem gehört denn die Kunst dahinter? Darüber wurde eigentlich so gut wie gar nicht gesprochen. Jetzt mal ein Beispiel aus meiner Praxis. Ich komme aus dem archäologischen Bereich. Wir haben einen antiken Vasenmaler, einen Griechen, der hat vor 2.500 Jahren eine Vase bemalt. Die wurde verkauft nach Etrurien. War dort 2.500 Jahre oder 2.400 Jahre in der Erde. Und dann hat irgendwann jemand das ausgebuddelt vor 100 Jahren oder 150. Und nun steht das in einem Museum. Wer hat denn das Recht an dieser Kunst, die dahinter steht? Ist das wirklich das Museum, das die heute zufälligerweise heute aufbewahrt? Ich meine, nein. Denn eigentlich ist das kulturelles Erbe der Menschheit mittlerweile. Klar sollen die darauf aufpassen, dass es nicht kaputt geht. Klar sollen die sich wissenschaftlich darum kümmern. Aber das Eigentliche für mich ist ja, wer kümmert sich um dieses Kunsthandwerk dahinter? Wer hat Zugang dazu? Und ich bin der Meinung, jeder sollte den Zugang dazu haben. Und darüber müssen wir reden, dass wir den Zugang zu dem Eigentlichen haben, was dahinter steht. Nicht zu dem haptischen Objekt, nicht zu dem digitalen Kopierten, sondern zu dem Kunstwerk, zu dem Ideellen dahinter. Ich würde dann in der nächsten Runde gerne dann jeweils zwei Fragen sammeln, aber hier gibt es sofort Wortmeldung. Ich würde einfach nur ganz schnell antworten, bin absolut auf Ihrer Seite. Zwei Punkte, die da einfach dazugehören. Es gibt ja mehrere Ästhetiken, unter anderem von Adorno, die ganz klar bestimmen, in dem Moment, wo ein Kunstwerk das Atelier verlässt, das Atelier kann ja auch im Kopf sein, das ist ja völlig Wurst, nicht vom Raum abhängig. In dem Moment, wo ein Kunstwerk das Atelier verlässt, gehört es dem Künstler nicht mehr, sondern der Welt. Ne? Also das ist ästhetisch, also bei Adorno ist es so ausgeschrieben, andere Ästhetiken haben das weiterverfolgt, andere haben dem widersprochen und so weiter. Wir sind in einer alten Debatte. Sie müssen natürlich in anderer Hinsicht auch ein Argument einführen. Witzigerweise habe ich genau das in einem archäologischen Institut in der Uni Erlangen vor 10 Tagen gemacht. Heute vor 10 Tagen, genau.
wo es auch um Funde ging und um Objektbehaltung und Objektbewahrung. Die Frage ist natürlich die, welche Stadt, welches Universitätsinstitut, welche Geldgeber gibt Geld für die Erhaltung von Objekten, die einer nicht definierten Allgemeinheit gehören, und wo finden wir eine Ethik, die im Rahmen hier unserer heutigen neoliberalen Situation, ich kann das nur wiederholen, einfach diese Fürsorge noch erhält. Das ist für mich der zentrale Punkt dabei. Und die Frage, was ist dann die Kunst, ist eigentlich damit auch beantwortet. In dem Moment, wo es einfach einen neuen Kontext hat, ist es das. Okay, Frau Professor Olle. Ja, was Sie gesagt haben, haben ja auch viele Gerichte, auch oberste Gerichte genauso nochmal gesagt, wenn was in die Öffentlichkeit gegeben worden ist, also wenn der Urheber mit seiner Kunst an die Öffentlichkeit tritt, es in die Öffentlichkeit entlässt, in dem Moment hat er nicht mehr die alleinige Verfügungsgewalt darüber, sondern ist es eben Teil der soziokulturellen Auseinandersetzung damit, und die kann und die muss auch passieren können. Insoweit war das Beispiel mit der Vase vielleicht nicht unbedingt das Beste, die ausgegrabene Vase, weil da ist der rechtliche Schutz an dem immateriellen Kulturgut ist ja schon abgelaufen und jeder kann tatsächlich eine identische Vase nachbilden, und das Eigentum an der Sache hat in dem Moment das Museum, und dann geht es vielleicht mehr darum, diese Idee oder diese Kunst zu vermitteln und tatsächlich das auch digital zu tun. Und das muss aber eben auch mit den Gegenständen oder der Kunst passieren, die tatsächlich noch geschützt ist, und passiert auch. Aber natürlich sind da die Grenzen enger und gibt es auch Interessen. Aber Sie haben dann genau den Fall, den im Prinzip analog zu dem, was Peter Weibel geschildert hat. Ich produziere gerade ein Buch mit einem Fotografen, werde jetzt gar nicht Namen und so weiter nennen. Und der hat in einem Museum mit deren Erlaubnis Wochen, Monate lang fotografiert, will jetzt das Buch publizieren, und das Museum stellt fest, dass er sich bei den Fotos mehr auf die Verletzungen der alten Kunstwerke konzentriert hat, als auf deren Gesamterscheinungsbild. Und jetzt ist das Museum ganz völlig gegen diese Publikation und versucht, die mit allen Mitteln zu verhindern. Genau, hallo. Wir haben jetzt ja hier vier ausgezeichnete Kenner der Szene auf dem Podium. Wohin weht denn der Wind? Wohin geht das Bestreben der Museen, und wohin geht der gute Wille ihrer Financiers? Wird alles digital, wird alles Teil der digitalen Allmende, oder gibt es da so ein paar Avantgardisten und der Rest verhaftet in der Vergangenheit? Also wenn ich da vielleicht drauf erstmal antworten könnte, ich denke, langfristig gesehen geht der Trend schon hin, wir öffnen. Und zwar, weil es um Sichtbarkeit geht, weil es um Beziehungspflege geht, weil es darum geht, die Menschen an das Museum, an die Museen halt eben zu binden. Und das geht halt eben nur, indem man sie in den Digitalen halt eben abholt. Aber wir sind halt heute erst 2018 und noch nicht 2028. Also ich denke, der Weg dahin ist noch etwas langwierig, und es braucht sicherlich auch ein Stück weit einen Generationswechsel in den Häusern. Also die Museumsdirektoren, die noch nach Gutsherrenart, und da sage ich dann auch Herrenart, irgendwie mit dreimal unterstrichen, die Museen halt eben führen, die müssen vielleicht dann in Rente gegangen sein und vielleicht, ich will nicht unbedingt sagen, dass es die Jüngeren sind, das ist gar nicht mal der Fall. Ich hatte mal so ein Seminar vor ganz jungen Kunsthistorikern, und die waren eigentlich alle happy, wenn sie denn solche tollen Gutsherren werden könnten, und wollten das auch gerne sein, sondern es sind die, die im Geiste sozusagen, die einsehen, dass dieses Öffnen letztendlich ein Gewinnen ist. Sie verlieren nichts, sondern sie gewinnen dadurch, dass sie sich öffnen. Und da hilft nur, steht der Tropfen hüllt den Stein. Ja, wobei natürlich auch unterschiedliche Rahmenbedingungen jeweils wirken. Und wenn wir in einer idealen Welt leben würden und Museen hätten ohne Ende finanzielle Möglichkeiten, Kapazitäten und auch Technologien zur Verfügung, vielleicht würden sie dann alle viel mehr digitalisieren und auch frei zur Verfügung stellen. Aber dann gibt es noch die kleinen Museen, die sind dann auf Förderung angewiesen, und gefördert wird dann vielleicht nicht in diesem Maße und dann auch nur eingeschränkt. Und während die Forschungsförderer natürlich
natürlich sogar zur Vorbedingung machen, dass die Inhalte dann auch frei Open Access, Open Data zur Verfügung stehen über freie Inhalte. Ist das aus dem Kulturbereich eher nach dem Motto, wenn wir das finanzieren, dann muss es aber auch einen Return on Invest geben und dann wird zurzeit auch eher die kommerzielle Vermarktung tatsächlich gefördert. Und das ist übrigens nicht nur hier im nationalen Raum, sondern hat gerade auch eine spektakuläre Übernahme gegeben von Bridgman in Italien, also eine Kooperation mit dem Ministerium dort für Kulturgüter und Tourismus und 439, also irgendwie, weiß nicht, ob die Zahl jetzt exakt stimmt, aber über 400 Museen in Italien haben sozusagen sich verpflichtet, ihre Reproduktionen oder Kulturschätze über Bridgman zu vermarkten. Und also wohin weht der Wind? Das gibt es beides. Auf der anderen Seite weiß ich, im nationalen Raum gibt es auch viele Förderer, zum Beispiel die Kulturstiftung des Bundes will jetzt mit einem großen Programm, ich weiß gar nicht, ob ich es schon verraten darf, demnächst starten und fördert tatsächlich dann auch die Digitalisierung. Und da geht es tatsächlich auch um die freie Verfügbarmachung in Kulturerbeeinrichtungen. Aber es gibt sowohl, also mit anderen Worten, Tendenzen in die eine als auch in die andere Richtung. Da hinten habe ich schon wieder eine Frage gesehen, aber Herr Professor Weibel, kurz beantworten. Ich gerne dann noch eine Frage von mir dazu. Bringt das tatsächlich so viel? Also kann ein Museum damit mit dem Verkauf der Digitalisate der eigenen Werke oder der Werke, die man kuratiert, entsprechend Geld generieren, um seine eigene Arbeit da zu stützen? Nein. Die Digitalisierung ist faktisch nur eine Arbeit in Richtung freies Wissen. Das muss durch ganz andere Quellen finanziert werden. Leider macht das der Staat nicht. Also der Staat unterstützt de facto keine Bildungsexperimente und auch keine Digitalisierungsexperimente. Er macht das nur in politischen Erklärungen. Aber de facto macht der Staat in Richtung gar nichts. Aber um Ihre Frage zu kommen, der Wind geht tatsächlich, wie Sie gesagt haben, Schmidt, geht in die Richtung, Sie müssen weitermachen, wie Sie es jetzt schon gemacht haben, Sie müssen Prozesse machen. Nur durch die Prozesse wird also die Öffentlichkeit sensibilisiert, dass hier ein Unrecht des Gesetzes vorliegt. Das heißt, nur durch Prozesse, wie Sie jetzt gemacht haben, gegen das Engelhorn-Museum, wird es möglich, dass der Wind in die richtige Richtung geht. Und das geht aber auch so. Beispielsweise, es gibt heute schon auch in den Museen Shared Economy. Es gibt Kunstwerke, die kann sich ein Museum nicht leisten. Und dann gibt es dann 2, 3 oder 4 Museen, die da gemeinsam dann das kaufen und dann gemeinsam besitzen. Also wir machen gemeinsame Ausstellungen, wir machen gemeinsame Kataloge, weil ein Museum alleine diese Aufgaben, die es erfüllen sollte, gar nicht mehr machen kann. Also hier geht es von der Sammlung selber schon. Die Sammlung wird verteilt auf mehrere Museen bei bestimmten Projekten. Oder wir machen gemeinsame Forschungsprojekte in den Museen, weil wir alleine die Forschung gar nicht mehr finanzieren können. Also Richtung geht genau, es wird ein schwieriger Weg, ein langer Weg, aber es wird dahin gehen, dass das Wissen letztendlich doch frei zugänglich wird. Und die Digitalisierung hilft uns dabei, aber sie müssen wir finanzieren. Erstaunlicherweise gibt es dann private Sponsoren, die sich dafür einsetzen. Also hier bei dieser Ausstellung mit freiem Eintritt und freiem Kaffee haben wir von keiner einzigen staatlichen Stelle Unterstützung bekommen. Weder von Berlin noch von Land Baden-Württemberg, aber von Privatleuten oder privaten Firmen, wie dieser Schraubenkönig Wirt oder die Firma Trump privat. Die Privatleute haben uns unterstützt. Das heißt, es gibt Leute, die sehen die Notwendigkeit. Was mir wichtig ist, noch zu sagen, es gibt einen großen deutschen Mathematiker, der heißt Hilbert, und der hat einen Grabstein in Göttingen. Und da steht drauf, das ist mein Motto, wir müssen wissen, wir werden wissen. Dahin geht der Wind. Weht uns schon vom Grabstein her. Einmal in der letzten Reihe, bitte. Auch wenn das vom Anschluss her so gar nicht passt, würde ich doch noch mal gerne auf die rechtliche Situation ein bisschen zurückkommen und fragen, ist nicht ein Teil des Problems auch diese rein binäre Funktionsweise des Urheberrechts, also dass etwas entweder geschützt ist oder nicht geschützt ist, entweder gemeinfrei oder halt so dem Willen des Urhebers beziehungsweise im Nachgang der Leute, die von ihm die nötigen Nutzungsrechte erworben haben beziehungsweise sich sonst irgendwie im Besitz dieser Rechte wähnen, unterworfen ist, dass man abgesehen von ganz wenigen Schrankenregelungen überhaupt nicht diese Werke nutzen kann. Ich sehe das insbesondere, wenn man das so ein bisschen im kulturhistorischen Kontext sieht, dass die Frequenz, mit der neue Werke entstehen, mit der sich das Wissen und auch der Kunstschatz der Menschheit vervielfältigt. Und der kann ja gar nicht anders sich vervielfältigen, als immer wieder auf dem aufzubauen, was es vorher schon gibt.
Und das Ganze findet ja exponentiell statt. Dummerweise verhalten sich die Schutzfristen für Kulturgüter genau umgekehrt. Die sind immer länger geworden. Also wenn wir diese exponentielle Entwicklung im Kulturbereich, im Wissensbereich, im Wissenschaftsbereich beibehalten würden, bräuchten wir eigentlich kürzere Schutzfristen, um den Menschen wieder die Rechte zu geben, auf den Werken aufzubauen und weiterzuarbeiten. Stattdessen sind über Jahrzehnte die Schutzfristen immer länger geworden, auch international gesehen. Und jetzt ist es so, dass die Menschen dummerweise auch noch älter werden. Und dann kann es sein, dass so ein Werk vom Zeitpunkt seiner Schöpfung bis zu seiner freien Verfügbarkeit 120 Jahre lang geschützt ist. Und das sehe ich so ein bisschen als kulturhistorisches Problem. Ich würde jetzt eben genau auf einen Punkt gehen, der hier irgendwie so unterirdisch mitgeschwungen hat, den du gleich ganz in deinem allerersten Statement, Peter, drin hattest. Eine der Aufgaben der Museen, die sie heute so gut wie gar nicht mehr nachkommen, ist die Wissenschaft. Ich würde Ihnen vollkommen recht geben, man muss einfach, egal was man tut, diesen wissenschaftlichen Anspruch wieder auch als Anspruch hier einführen in diese Debatten. Und im Wissenschaftsbereich gilt ja dann zum Glück auch diese Freiheit. Also sehr weit gehen, man kann natürlich Bilder nur als Zitate verwenden, Maximum ein Viertel des Satzspiegels und so weiter. Sie kennen das sicher alle. Aber dennoch wird diese Schiene überhaupt nicht genutzt. Das finde ich eben einfach eine Schwierigkeit. Das hat mal ganz zu Anfang, ich habe ganz zu Anfang mal relativ intensiv mit Benedikt Taschen zusammengearbeitet und der hat damals diese Schiene sehr, sehr intensiv genutzt und ich fand das sehr gewitzt und sehr gut, weil er eben da enorm auf analogem Wege für die Publiziererei viel getan hat. Wir müssen natürlich auch sehen, dass wir im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens, der wissenschaftlichen Distributionen eben uns auch von allen Mendeebenen weggeführt haben, dass wir von den ganz blöden Peer Reviews bis sonst wohin uns einfach ein Wissenschaftsbetrieb, der ein ökonomischer Betrieb ist, angedreht haben, dass diese Zeitschriften alle nur noch horrende Preise im Netz kosten und. Das heißt, da müssen wir auch im Wissenschaftsbereich freier werden. Dann kann man auf der Ebene auch das Copyright aushebeln. So rum geht das für mich und nicht andersrum. Das ist meine Hoffnung auf die Frage in der Digitalisierung, wie ich so sehr dafür bin, weil ich hoffe, dass die Digitalisierung es uns ermöglicht, dass die Museen wirklich wissenschaftlich arbeiten können. Ja. Weil die Fakten sind erschreckend. In Wien das berühmte Kunsthistorische Museum. Ja. Die haben 1 Million Besucher im Jahr. Sie werden nicht schätzen, wie viele Kataloge die verkaufen für ihre Bestände, also für deren Ausstellung, also populäre Ware wie Rubens oder solche Klassiker. Ne? Bei 1 Million Besucher verkaufen die im Jahr 1000 Stück. Und das sind aber Bücher, die nicht mal ich kaufe, weil sie wissenschaftlich keinen Wert haben. Ne? Ich lerne dort nichts. Ja. Das heißt, die Situation im Museum, das Sandra Bobidou hat mehrere Millionen Besucher. Und die verkaufen pro Ausstellung ungefähr 4000 Stück. Ja. Ich kaufe die Kataloge meistens auch nicht, weil auch nichts drin steht, ja, was ich verwenden könnte. Das heißt, die Situation der Museen, ja, durch diesen kommerziellen Zwang, ja, ist so, dass sie gar nicht mehr wissenschaftlich arbeiten können. Sie haben gar kein Personal mehr. Ne. Sie haben gar keine WMZ-CAM, wir haben noch unsere eigene Publikationsabteilung. Wir haben noch unsere eigene Dokumentationsabteilung. Ne. Die Ausstellungen in Pompidou, die sie machen, die sind zum Teil wirklich wunderbar. Ja. Aber die werden gar nicht mehr dokumentiert, weil sie das Geld nicht mehr haben. Ne? Wie kann man dann noch wissenschaftlich arbeiten, wenn ich nicht mal mit der eigenen Ausstellung dokumentieren kann? Ne? Und das heißt, wenn ich die nicht dokumentieren kann, kann sie dann auch in 20 Jahren keine mehr rekonstruieren. Ne? Also wir haben eine, und die Digitalisierung, hoffe ich sehr, wird uns dabei helfen. Ne? Wie ist Ihre Erfahrung? Ich weiß nicht. Also ich glaube, dass viele Museen sich auch als Forschungseinrichtung begreifen und tatsächlich auch Forschung machen. Aber was ja jetzt hier tatsächlich zum Tragen kommt, ist, dass in dem Moment Museen auch tatsächlich selber Nutzer sind. Also ich glaube, wir müssen das stark auseinanderhalten. Die Diskussion drehte sich jetzt ganz viel um den Fall, dass Museen selber Anbieter sind und selber Reproduktionen herstellen und dann tatsächlich auch Rechte behaupten, Rechte geltend machen.
Und hier sind Sie in der Situation, dass Sie, gerade wenn das dann um Nutzungen noch geschützter Kunst geht oder wenn es um den digitalen Raum oder Nutzungen im digitalen geht, selber plötzlich Probleme mit dem Recht bekommen und dann sehen, okay, eigentlich bräuchten Sie viel weitere Handlungsspielräume, als sie gegeben sind. Und was hier aus dem Publikum kam, ist die Frage, wie lange sollte denn der Schutz an den Originalen oder an den Werken tatsächlich bestehen? Und da kam ein Votum, er sollte viel kürzer sein. Und ich glaube, diese Diskussion wird ja immer wieder geführt und die Schutzfrist hat sich ja immer weiter verlängert. Historisch gesehen war sie ja weit weg von den 70 Jahren Postmortem Auctoris. Und das kann man durchaus argumentieren, gerade weil nämlich die sozusagen Schutzvoraussetzungen sind immer weiter abgesunken. Also es ist immer schneller wird Schutz zugesprochen, hier bis zum Lichtbildschutz von Reproduktionen. Und immer länger gilt dieser Schutz. Und wenn immer schneller, immer mehr geschützt wird, dann kann man durchaus zu gutem Recht sagen, warum denn dann so lange gerade und zumal der Schutz, ja, der dann 100% der Werke betrifft, tatsächlich von vielleicht gar nicht 100% der Werke auch genutzt wird. Und es gibt Untersuchungen dazu, die sagen, tatsächlich die kommerzielle Verwertung oder das Verwertungsinteresse ist auch sehr schnell aufgebraucht und für ganz wenige Werke nur gilt, dass der Schutz vielleicht auch lange oder das Verwertungsinteresse lange besteht und dann muss es vielleicht eine Möglichkeit geben für diese wenigen, für Walt Disney oder die Beatles oder was auch immer, den Schutz zu verlängern. Aber für den Großteil der Werke macht er in dieser Dauer wenig Sinn und passt auch nicht zu den kulturellen Nutzungsgewohnheiten mit den digitalen Medien, die wir haben. Da muss es viel größere Freiräume geben und eine Methode wäre, die Schutzfrist herabzusenken, aber da sind sie, das kann der nationale Gesetzgeber gar nicht machen, das kann auch in Europa nicht passieren, sondern da muss man dann internationale Abkommen neu verhandeln. Und also es ist nicht so einfach umzusetzen. Da ist ein Werk schneller vergessen, als dass es offen ist und für die Gemeinheit zur Verfügung steht. Die nächste Frage. Ja, das ist eine schöne Idee, aber ich würde gerne noch mal ganz kurz auf woher weht der Wind zurückkommen. Wir haben jetzt den Fall gehabt, dass wir Sachen haben, wo der Wind von vorne weht, also uns ins Gesicht. Manchmal kommt der Wind von hinten und treibt uns auch wieder ein bisschen nach vorne. Ich habe leider erlebt, dass wir manchmal darauf aufpassen müssen, dass die Entwicklungen nicht so scheinen, als würden sie uns in den Rücken blasen und nach vorne führen, sondern so eher so ein bisschen von der Seite kommen. Ich bringe mal wieder ein Beispiel. Wir haben ein wunderbares Projekt derzeit, das vom Münzkabinett in Berlin ausgeht. Sehr engagierte Mitarbeiter, sehr gute Idee an sich. Dort wird alles digitalisiert, was man dort hat in den Beständen. Die Idee ist so gut, man macht das mittlerweile auch mit den deutschen Universitätssammlungen weitestgehend. Die machen das jetzt auch. Sie nicken, haben wahrscheinlich mit Herrn Boss geredet letzte Woche oder vor zwei Wochen. Der macht das gerade genau. Das Problem dabei ist, diese Sachen sind alle nicht unter CC0 oder auch nicht unter CC BY SA, sondern die sind unter CC BY NC. Das musst du uns kurz genau, erklären. Ich bin gerade dabei. Ich wollte darauf hinaus. Das heißt, die sind zwar unter einer frei erscheinenden Lizenz veröffentlicht, die aber den kleinen Einschnitt macht, non-commercial. Man darf diese Sachen also nicht im kommerziellen Zusammenhang nutzen. Das Problem ist, die deutsche Rechtsprechung, jetzt kommen wir wieder zu den Rechten, zu den Gesetzen, ist da sehr kritisch und sagt schon sehr, sehr früh, dass etwas kommerziell ist. Also ein Link nach Amazon auf der eigenen Homepage kann schon ausreichen, damit etwas als kommerziell angesehen wird. Darum ist die Nutzbarkeit dieser Sachen weitestgehend eingeschränkt. Im wissenschaftlichen Verkehr mag das alles noch funktionieren, aber für uns, die wir jetzt hier sind und ein bisschen über die Wissenschaft hinausgehen wollen, wir stecken da immer noch in der gleichen Falle wie vorher. Genau, und noch ergänzend dazu, wann ist man denn Wissenschaftler? Also Wissenschaftler werden nur als solche anerkannt, wenn sie an eine wissenschaftliche Institution geknüpft sind. Und das macht es dann schwierig, forschend tätig zu sein, wenn man außerhalb von Institutionen steckt. Also die ganze Idee von Bürgerwissenschaften, Citizen Science, die bewegen sich alle
jenseits dieser Wissenschaftsschranke? Die sind davon nicht mit eingenommen. Da bin ich eigentlich, nein, das sehe ich anders. Also, da bin ich wirklich radikal anderer Meinung, weil in dem Moment, wo Sie publizieren mit Harvard 1 oder Harvard 2 oder mit irgendeinem anderen Zitationsqualifikationsrecht, ja, aber da kommen Sie doch gar nicht rein, voll in der wissenschaftlichen Ebene. Ja, aber da kommen Sie doch erst rein, wenn Sie institutionell angebunden sind. Es gibt doch unheimlich viele freie Wissenschaftler. Also gerade im kulturellen Bereich kenne ich sehr viele freie Kunsthistoriker. Ja, die haben vielleicht mal Glück gehabt, reiche Eltern hatten so, oder sie haben Lotto gespielt oder irgendwas. Also ich denke, gerade in unserem Bereich gibt es sehr viele freie Wissenschaftler. Wenn die Wissenschaft an große Institutionen gebunden ist, wie in naturwissenschaftlichen Bereichen, wo man Experimente nur mit großem Aufwand machen kann, da bin ich absolut Ihrer Meinung. Da ist wirklich ein Closed-Circuit-Geschichte. Aber ich denke, gerade im kulturwissenschaftlichen Bereich, und wir reden hier gerade über, wem gehört die Kunst, und wer über Kunst schreibt, ist nicht unbedingt an Institutionen gebunden und kann trotzdem wissenschaftlich arbeiten. Das sehe ich nicht so. Ich möchte mal antworten auf die Frage, woher der Wind weht. Die bloße Existenz von Wikipedia und Wikimedia, ja, zeigt ja schon, dass sie sind ja eine Art parastaatliche oder parainstitutionelle Wissensplattform. Das heißt, das zeigt ja schon, dass der Staat, ja, und seine Institutionen nicht mehr ausreichend gerüstet sind, Wissen zu verbreiten. Wenn Sie Hunderttausende freie Mitarbeiter haben, leisten ja genau die Arbeit, dass die bezahlten Mitglieder der Institutionen nicht leisten. Das heißt, der Wind ist ja schon da in Form eines Sturms. Der Sturm heißt ja Wikimedia, Wikipedia, weil wir Hunderttausende Bürger schon haben, die dafür sorgen, dass ihr Wissen entsteht und Wissen vertrieben wird. Und dieser Druck, dieser Sturm wird immer stärker werden. Da bin ich ganz optimistisch. Also insofern kommt der Wind nicht von der Seite, und insofern möchte ich Ihnen sagen, dass ich Ihnen sehr dankbar bin und Sie sehr bewundere, die Arbeit, die alle machen mit Wikipedia und Wikimedia, weil das ist genau die Richtung. Wenn schon der Staat und die Universität und alle Institutionen nicht ausreichen, dass sie das Wissen produzieren und verbreiten, wenn das der Fall wäre, gäbe es ja nicht Wikipedia, Wikimedia, sondern es gibt es nur deswegen, weil wir eben schon merken, ein Ungenügen, ein Unbehagen an der staatlichen Bildungspolitik. Dadurch ist der Wind jetzt schon in ausreichender Masse vorhanden. Danke. Dann eine kurze Ergänzung noch zur Zielfrage von Frau Professor Euler und anschließend wieder ins Publikum. Ja, dieser Non-Commercial-Vorbehalt sagt ja, gibt ja eine Antwort auf die Frage, wem gehört die Kunst. Hier wird behauptet, sie gehört dem Lizenzgeber, ist in dem Fall die Kulturerbeeinrichtung, die die Inhalte entsprechend lizenziert und die eben die Inhalte dann nur für nicht kommerzielle Nutzungen freigibt. Und die Frage ist natürlich, kann sie diese Rechte behaupten und oder diese Lizenzierung geltend machen? Das kann sie nur dann, wenn sie entsprechende Rechte hat, und die sind in dem Fall gegeben, aber damit wird natürlich auch, werden, wie Sie zu Recht sagen, bestimmte Nutzungen eingeschränkt. Aber da ist genau, da passiert genau das, was ich anfangs mal gesagt hatte, das Denken der Kulturerbeeinrichtung ist in dem Moment, das hat ja alles auch einen gewissen Aufwand bedeutet, diese digitalen Inhalte zu erstellen. Und wenn wir das jetzt für kommerzielle Nutzungen freigeben, dann passiert dann nicht, dass wir sozusagen die Gewinne privatisieren, aber die Kosten sozialisieren. Und das sozusagen will man durch diese Lizenz verhindern. Ich glaube, dass es mit dieser Lizenz nicht gelingt, es zu verhindern. Aber was man in jedem Fall verhindert, sind ganz viele tolle Sachen, die passieren könnten, wenn man diese Non-Commercial-Lizenz nicht draufpackt. Na, wir brauchen eigentlich ein alternatives Geschäftsmodell jenseits von den rechtlichen Lizenzen. Denn es ist ja schon klar, also die Digitalisierung ist ja auch nicht ein einmaliges Projekt. Es ist nichts, was man einmal macht und dann hat man es erledigt, sondern ich war jetzt, wann waren wir da in diesem Mauritiushus in Den Haag, wo die jetzt halt nach der ersten Digitalisierung 2D kommt jetzt die zweite Phase der Digitalisierung in 3D. Das heißt, das ist ja ein stetiger Prozess. Das ist auch, was der Politik noch gar nicht klar ist. Vielfach denken die, ja Mensch, das ist ein Projekt, das hat einen Anfang und ein Ende und dann ist es abgeschlossen und dann können wir zum nächsten übergehen. Nein, Digitalisierung ist etwas, was konstant einen begleiten wird, weil ständig ändern sich die Formate, ständig ändern sich die Anforderungen und die Bedingungen. Wir werden immer wieder neu digitalisieren müssen. Das heißt, zur Finanzierung dieser stetigen Digitalisierung braucht es meines Erachtens ganz andere Geschäftsmodelle, die jenseits
von den Lizenzrechten liegen, die vielleicht eher, das Rijksmuseum macht das so ein bisschen vor, sagen, okay, wir bieten euch einen Service an, den ihr halt über uns nutzen könnt und der ist nicht eben an das Urheberrecht, nicht über Lizenzrechte läuft, sondern eben über diesen Servicegedanken. Also so ein bisschen, was im Internet sowieso immer läuft, das Basisangebot ist gratis, wenn du Premium-Service haben willst, musst du zahlen. Also darauf wird es, glaube ich, hinauslaufen, weil das ist ganz klar, Digitalisierung kostet Geld, irgendwo muss es herkommen. Es kann auch nicht alles, denke ich, immer aus Steuergeldern finanziert werden, sondern ja, dann müssen halt eben diejenigen, die diese Services in Anspruch nehmen, dafür dann eben auch zahlen. Dafür sind sie dann vielleicht auch bereit. Ich glaube, es gibt eine Vielzahl auch offener Geschäftsmodelle, aber es funktioniert eben nicht für jedes Museum gleichermaßen dasselbe Modell. Also was hier beim Rijksmuseum oder bei MoMA oder sonst wo funktioniert, funktioniert nicht für das Friseurmuseum in Eckernförde. Und das ist einfach, da muss man experimentieren und es gibt jetzt auch unterschiedliche, übrigens das Naturkundemuseum in Berlin hat dazu ein eigenes Projekt aufgesetzt, NAVI, die werden demnächst auch die Ergebnisse veröffentlichen, eine öffentliche Tagung, für die sie sich auch interessieren und anmelden können, ist allerdings in Berlin, aber vielleicht sind sie aus Berlin nach Karlsruhe angereist und der Weg nach Berlin ist dann gar nicht so weit. Ich glaube, das ist eine spannende Sache und da gibt es viele Antworten drauf. Aber neben den vielen Antworten sehe ich noch zwei Fragen, die würde ich gerne hören. Ja, ich glaube, das Dilemma, und da möchte ich direkt ansetzen an die Gespräche eben, ist meiner Meinung nach, dass die Kommerzialisierung so als Selbstverständlichkeit genommen wird, als Notwendigkeit, als ob das eine naturgegebene Geschichte wäre. Ursprünglich wurden die Gesetze wie das Urheberrecht, das erste war in der Urform Albrecht Dürer, der sich seine Signatur hat schützen lassen, weil der Markt von Fälschungen überschwemmt wurde. Es ging nicht darum, um Geschäfte zu machen, es ging nicht darum, ein Businessmodell aufzuziehen, zu kommerzialisieren, sondern Künstler zu schützen. Und wir haben gehört, ähnlich war der Ansatz bei der Gründung der VG Bildkunst. Es ging darum, zu schützen und nicht um ein Geschäftsmodell aufzubauen. Mittlerweile haben diese historisch gewachsenen Strukturen dazu geführt, dass sie instrumentalisiert werden. Weil jetzt heißt plötzlich, wir nehmen das Urheberrecht, wir nehmen das Nutzungsrecht, wir nehmen Autorenrechte, wir nehmen irgendein Recht, um daraus wieder etwas zu verwerten. Das heißt, der Wagner ist eine Ware für das Museum und diese Ware lässt sich irgendwie verwerten, wenn das möglich ist. Warum muss man das machen? Weil die Vorgaben da sind von der Stadt, von den Kommunen. Vor 40 Jahren, da kann ich mich jetzt gerade noch so dran erinnern, da wurden solche Fragen überhaupt nicht gestellt. Wer finanziert Kultur? Das war eine Selbstverständlichkeit. Es wurde ja auch nicht gefragt, wer finanziert die kleine Post um die Ecke. Das wurde damals auch nicht gefragt. Mittlerweile ist es eine Selbstverständlichkeit geworden, immer über die Finanzierung zu sprechen und über die Finanzierbarkeit zu sprechen. Und die Digitalisierung steht jetzt genau vor dem Problem, mit den alten Gesetzen irgendwie klarkommen zu müssen, das Ganze zu finanzieren. So. Und diese Geschäftsmodelle aufzubauen, da würde ich gerne noch mal von Ihnen oder würde ich gerne mehr hören, inwieweit diese Kommerzialisierung der Kultur tatsächlich ein Problem ist, ob die Digitalisierung dort eine Lösung darstellen kann und wenn ja, wie? Das klingt nochmal nach einer völlig neuen und großen Diskussionsrunde. Wem gehört die Kunst und muss man sie verkaufen? Aber jetzt bin ich gespannt, ob die nächste Frage sich auch um Finanzierung dreht. Nicht so direkt, ist eher eine Verständnisfrage. Mir kommt das fast so vor, als würde hier eine Front entstehen oder eine Front aufgebaut zwischen den bösen Rechteinhabern und der braven, wohlwollenden Allmende. Und die blöden Rechteinhaber beharren darauf zu kontrollieren, was davon publiziert werden darf und wo und wie. Vielleicht verstehe ich das ja auch falsch, aber ich habe eigentlich immer den Eindruck, dass die Rechteinhaber eine gewisse Kontrolle behalten, hat gute Gründe, die liegen auch in der Vergangenheit. Ich möchte meine Werke ja nicht in jedem beliebigen Kontext wiederfinden. Ich möchte die nicht plötzlich in irgendeiner Parteizeitschrift der AfD mit irgendwelchen fiesen Kommentaren wiederfinden. Und als Urheber habe ich die Möglichkeit, das zu unterbinden. Ich habe gesagt, ihr habt das von mir nie bekommen, das Recht, das abzubilden. Lasst das sein und zahlt mir Schadensersatz.
Und ich möchte auch nicht, dass diese Rechte allzu leichtfertig eingeschränkt werden, nur weil eine Allmende da ist, die vielleicht auch gute Anwendungsfälle hat. Wenn ich als Künstler etwas dezidiert freigeben möchte, ist mir das ja jederzeit möglich, dann mache ich das. Aber wenn ich das nicht will und ich will, dass das überall kommerziell, nicht kommerziell, politisch, unpolitisch eingesetzt werden kann, möchte ich auch die Kontrolle behalten können, oder? Ich, auf die Gefahr hin, dass die drei Fragen zu weit auseinander liegen, würde ich trotzdem noch die letzte Meldung gerne mit aufnehmen. Ja, heute Abend ist häufig über Entscheidungen von Juristen geredet worden. Und ich habe das auch ein bisschen so verstanden, als wurden diese Entscheidungen da kritisiert. Nun sind die Entscheidungen werden ja von Richtern getroffen und die stützen sich im Allgemeinen auf das geltende Recht. Nun ist die Frage, die ich mir stelle, wenn durch diese Gerichtsurteile oder Richtersprüche Sachverhalte geschaffen werden, die also nach übereinstimmender Meinung unserer Gesellschaft nicht günstig sind oder nicht akzeptiert werden sollten, dann frage ich mich, warum geht man nicht her und ändert das Recht? Das hat man ja in vielen anderen Dingen auch getan, also Asylrecht, Abtreibungsrecht, Adoptionsrecht. Wenn also irgendwo ein Recht gesetzt wird und die Bedingungen, unter denen dieses Recht angewendet wird, sich ändern, dann muss man natürlich auch dieses Recht ändern, wenn die Ergebnisse in die Gesellschaft nicht mehr hineinpassen. Die Frage ist nur, wer betreibt so etwas? Wenn so etwas wünschenswert wäre, das wären ja wahrscheinlich wieder die Museumsdirektoren. Und von denen habe ich so heute Abend verstanden, kann man nicht erwarten, dass sie dieses Recht dann ändern. Meine Damen und Herren, jetzt müssen Sie sich entscheiden, auf welche der Aspekte Sie jeweils antworten. Entweder die Kommerzialisierung oder den Schutz vor Missbrauch oder das Ändern von Recht und Gesetz. Wer möchte beginnen? Das mit dem Kommerzialisieren muss ich ganz trocken so sehen. Ich habe damals schon als Fotograf gearbeitet und damit mein Studium finanziert, deswegen musste ich kommerziell sein. Also es gibt dann leider eben auch irgendwie Überlebensnotwendigkeiten. Ich bin dann irgendwann mal in die wunderbare Situation gekommen, ein deutscher Hochschullehrer und Beamter zu sein. Seitdem kann ich auch kostenlos forschen, das ist richtig. Aber das soweit ist der eine Punkt. Da bin ich schon auch jemand, der mit seiner Handwerkerlehre immer noch einen sehr handfesten Begriff davon hat. Und wenn ich heute Bücher produziere, dann mache ich die zu 90%, weil mir die Arbeiten gut gefallen, weil ich das raushaben möchte. Und ich sehe irgendwie, dass ich eine Finanzierung hinkriege. Und wenn ich dann auf einen Tagessatz komme, der mir einen Stundensatz in Höhe des Mindestlohns gibt, bin ich auch zufrieden. Also sind wir auf einer Ebene, wo wir eigentlich mal sagen müssen, es gibt die Notwendigkeit. Natürlich haben Sie einen Punkt ganz richtig getroffen, denn der trifft jetzt für die beiden anderen auch mit dazu. Der ganz wichtige Punkt ist der, dass wir die Referenzebene verschoben haben. Die Kunst ist für uns heute nur noch, und das eigentlich nur für uns ältere Herren, muss ich jetzt mal dazu sagen, die Ebene dessen, was dann als hehre Kunst frei und unabhängig von jeden kommerziellen Überlegungen unseren eigenen kulturellen Hintergrund garantiert. Das ist die Folie, auf der wir hier den ganzen Abend diskutiert haben. Und da ist natürlich auch die Frage, gibt es diese Kunst überhaupt noch? Sie hat sich vom Objekt wegbewegt, das hat Peter Weibel doch sehr genau beschrieben. Sie hat sich von anderen Dingen wegbewegt. Es gibt überhaupt keine objekthafte Ebene mehr. Kunst ist ein Prozess geworden. Und dieser Prozess ist nur durch anwesende Körper garantiert, wie es Hans Belting definiert hat. Also wir sitzen hier jetzt auch in einem Prozess, den wir durchaus im Nachhinein als Kunst bezeichnen könnten oder so etwas. Also da haben wir lauter Ebenen drin, die ausdifferenziert werden müssen. Dass natürlich die Gesetzgebung solchen Ausdifferenzierungen folgen muss, ist völlig normal. Sie wissen selber, wie lange das Abtreibungsrecht gebraucht hat und wie gefährdet das immer noch ist. Letzter Satz, ganz kurze Geschichte. Ich habe 1978 mit drei Freunden einen Verlag gegründet und war mit diesem Verlag relativ erfolgreich. Das heißt, wir konnten genau das alles dann machen, was wir machen wollten und konnten zu dritt auch noch so einigermaßen am unteren Entwicklungsrand leben.
dieser Verlag basierte auf dem Mittun eines Geldgebers. Dieser Geldgeber hat unseren Verlag, ohne uns einen Tag vorher Bescheid zu sagen, schlicht und einfach an die NPD verkauft. Deswegen steht dieser Verlag bis heute nicht in meiner Biografie, obwohl ich in diesem Verlag 25 Bücher gemacht habe. Verwertung, Schutz, Gesetze? Ja, mein Vorschlag, deswegen hatte ich kurz reingefunkt, wäre gewesen, wir beschränken uns erstmal auf eine, aber Sie haben sich jetzt an allen Fragen abgearbeitet. Das will ich dann jetzt auch mal versuchen. Zu dem Punkt Kommerzialisierung, glaube ich, das haben Sie auch schon gesagt, Kunst hat sowohl eine soziokulturelle als auch eine ökonomische Seite und Bedeutung. Und beides muss irgendwie miteinander in Übereinklang gebracht werden oder ein fairer Ausgleich gefunden werden. Und natürlich muss man von seiner Kunst leben können. Aber da ist ja auch die Frage, mit wem gehört die Kunst, eine ganz tolle Frage. Und das hatten wir auch schon gesagt, sobald Kunst eben in den öffentlichen Raum tritt, muss auch der Künstler oder Urheber sich gefallen lassen, dass die Allgemeinheit sich damit auch auseinandersetzt. Und sobald eben das ökonomische Interesse in den Hintergrund tritt, und deswegen ist das Urheberrecht ja auch zeitlich befristet, dafür aber das Interesse in den Vordergrund tritt, sozusagen der künstlerischen Auseinandersetzung oder Aneignung, hat sich der Urheber auch in der Schutzfrist eben zu gefallen lassen, dass diese Nutzungen stattfinden können. Und das ist auch rechtlich so. Und gibt es auch eine gewisse Kunstfreiheit. Und das geht vielleicht schon ein Stück auf die Frage ein, damit welche Verfügungsgewalt oder welche Gewalt muss ich als Urheber haben, wo muss ich bestimmen können und entscheiden können, was mit meiner Kunst passiert. Das kann nicht meines Erachtens darin liegen, zu entscheiden, in welche Zusammenhänge meine Kunst gebracht wird. Oder es ist eben kein Zensurrecht, das Urheberrecht. Also gewisse Nutzungen müssen und dürfen auch passieren. Und das ist vielleicht, gefällt mir das nicht, wenn AfD das in Zusammenhänge bringt, die es nicht gebracht sehen will. Wenn das dann tatsächlich Zusammenhänge sind, die tatsächlich das Kunstwerk verunstalten, dann habe ich da auch gewisse Rechte oder Verleumdung oder was auch immer. Ich kann es unterbinden aus anderen Rechten heraus, aber ich muss es nicht aus dem Urheberrecht heraus unterbinden. Und jetzt darf ich nur noch ganz kurz auf die dritte Frage, aber die erinnere ich mich auch schon gar nicht mehr. Das, dann ist es doch der perfekte Moment, um an Frau Fischer weiterzugeben, die genau das noch tut. Genau, ich versuche jetzt nochmal auf die Kommerzialisierung einzugehen. Das brauche ich nicht, weil das, finde ich, hat Ellen schon wunderbar dargestellt. Kommerzialisierung, Kunst geht nach Brot, alter Spruch. Ja, man muss ja auch von der Kunst auch leben können. Also von daher war Kunst, glaube ich, schon immer kommerziell. Auf Ihren Aspekt, ich glaube, man muss da wirklich nochmal differenzieren. Sie hatten gesagt, ich muss als Urheber darüber entscheiden können, wie meine Kunst irgendwie genutzt wird. Wir haben hier sehr viel über gemeinfreie Werke gesprochen. Das heißt, der Urheber ist mehr als 70 Jahre tot. Wer soll denn dann noch entscheiden, in welchem Kontext er genutzt wird? Das ist, glaube ich, das eine. Und das andere ist, wenn man sich mal überlegt, also der Herr Wieczorek, der Gutsherr, der die Reis-Engelhorn-Sammlung irgendwie führt, der hatte mal auf einer anderen Konferenz gesagt, ja, wissen Sie, wir haben ja auch eine Verantwortung als Museum eben gegen den Missbrauch von Wagners Abbild. Ja, wir wissen ja, der war auch so ein bisschen antisemitisch, aber naja, auf jeden Fall könnte der missbraucht werden und dann plötzlich in Kontexten vorkommen, den man gar nicht möchte. Und dann frage ich mich, wie kann man das besser verhindern? Indem man versucht, sozusagen jeden Gebrauch irgendwie einzuschränken oder indem man das so weit öffnet, dass es so viele unterschiedliche Kontextualisierungen von Wagner gibt, dass die Nazis es gar nicht mehr schaffen, ihn für ihre eigene Ideologie irgendwie zu vereinnahmen. Denn wenn man sich anschaut, was weiß ich, die Nachtwache oder Mona Lisa oder der Schrei von Edvard Munch, die kann man gar nicht mehr instrumentalisieren, weil sie von so vielen Leuten geteilt werden, dass sie für einen einzelnen Aspekt gar nicht mehr zu instrumentalisieren sind. Also das daraufhin. Und Ihr Aspekt war nochmal mit der Entwicklung der Rechtsprechung, genau das war das Thema. Ja, das sind diese Prozesse laufen, es gibt immer wieder Anhörungen, es gibt die Novelle des Urheberrechts, aber wie Ellen Euler schon darauf hingewiesen hat, es ist ja nichts mehr, was wir in unserer Kommune entscheiden, diese Rechtssysteme sind auch nicht
auf nationaler Ebene werden sie nicht entschieden, nicht auf europäischer Ebene, sondern es sind internationale Prozesse, die entsprechend langwierig sind. Und manchmal, um mal den Lieblingssatz von Tim Renner irgendwie zu zitieren, der sagt, ja, wir müssen einfach, das machen wir in der Musikindustrie, wir werden einfach überrollt von den Ereignissen. Also manchmal muss man einfach ein bisschen mutiger sein, be bold. Das ist vielen von uns irgendwie ein vertrautes Mission Statement. Ja, man muss es dann vielleicht einfach mal tun. Und das gilt sowohl für die Museumsleute, die vielleicht sagen müssen, ach, an dieser Stelle verzichte ich auf mögliche Leistungsschutzrechte, die ich geltend machen könnte im Zuge einer Öffnung, und teste das mal aus, was denn passiert, wer nutzt es denn kommerziell nach, wenn ich auf diesen NC-Zusatz Non-Commercial verzichte, und dann stellt sich heraus, ja, tut ja keiner, ja, weil das gar nicht so einfach ist, nämlich mit irgendwelchen Gravuren aus dem 16., 17. Jahrhundert das große Geld zu machen. Mission Statement ist ein sehr gutes Stichwort. Ihr Mission Statement ist, wir wollen Wissen teilen, und wir haben heute sehr viel auch darüber gesprochen, also liebe Museen, gebt der Allgemeinheit ihre Kunst zurück. Wir haben darüber gesprochen, was es für Möglichkeiten gibt, ob man dann, ob das den totalen Kontrollverlust bedeutet, ob man vielleicht Teile oder niedrige Auflösungen entsprechend freigeben kann und noch andere Arten der Kommerzialisierung finden kann, ob das alles nötig ist. Und Sie als Hausherr, Ihnen gebührt natürlich das letzte Wort. Danke, danke. Also Sie haben ja diesen Prozess mehrfach jetzt diskutiert mit dem Reichsengländermuseum. Das kann man doch deutlich erkennen, dass das Urheberrecht und alles, was damit zu tun hat, ja, sich ausgebildet hat an einem Status der Produktion maximal im 18. Jahrhundert. Das heißt, seit dem 19., 20. und im 21. Jahrhundert gibt es ganz neue Formen der Produktion. Sie sehen schon das Problem, wenn ein Roman Strafstedt Dostojewski, ja, dann ist klar, hat er geschrieben. Ja? Er allein hat er geschrieben. Er hat die Sekretärin, der zitiert hat, hat er ausbezahlt, einigermaßen. Ja? Der Verleger hat auch dann noch das Buch bezahlt. Aber heute ist schon das Komische, sie haben den Film, und dann hat der Film einen Nachspann von einer halben Stunde, wer den Film gemacht hat. Ja? Endlos lange. Ja? Und da steht aber trotzdem drauf, ein Film von Herrn Fassbinder. Ja? Er ist kein Dostojewski. Er hat den Film nicht gemacht, ja. Er hat den kollektiv gemacht. Hier sehen Sie wirklich große Irrtümer, dass er hinschreibt, ja. bei Dostojewski steht nicht drauf, Roman von Dostojewski, da kommen 20 Namen, die er mitgeschrieben haben, ne. Sondern er hat es wirklich gemacht. Das heißt, das ist ein Autorenbegriff, den es heute nicht mehr gibt, den es im Film, in den technischen Medien gar nicht mehr gibt, sozusagen. Aber tut aber noch so, es wäre das so. Ne. Das führt dazu, dass also beispielsweise, weil eben das ganze deutsche Urheberrecht und was damit zusammenhängt, ist ein einziges bizarres Monster, das schaut so aus. Ja. Wenn ich in den Ende der 60er Jahre Fotografien schicke in der Kunstzeitschrift, und zwar Originale, von Automatenfotos, dann habe ich das Pech gehabt, dass da diese Zeitschrift da gar nicht erschienen ist. Ja. Und der Redakteur und der Herausgeber haben gar nicht verstanden, mir das zurückzuschicken. Ja. Nach 40 Jahren dann wird dessen Nachlass aufgekauft, ja, von jemandem. Und dann sagt er, schreibt mir einen Brief, ich habe jetzt Ihre Fotos gefunden. Ja. Da habe ich dann gesagt, ich hätte sie gerne zurück. Ja. Ich habe sie abkaufen müssen, ja, für 15.000 Euro. Das ist das deutsche Gesetz. Ja. Verstehen Sie? Da kann ich Ihnen 100 Beispiele erzählen, ja, wie bizarr dieses Urheberrecht ist und alles, was damit zu tun hat. Weil sie eben nicht imstande waren, das auf moderne Produktions- und Distributionsmethoden anzuwenden. Deshalb bin ich privat, ja, bin ich nicht Mitglied von VG Bild. Ja. Alle meine Aufsätze können, beim Nachdruck sind die gratis. Meine Bilder, die verwendet werden, Fotografien von Aktionen und so weiter, gebe ich gratis her. Weil ich ermöglichen möchte, dass die Museen arbeiten können. Ich habe da schon zwei, drei Beispiele erzählt. Die Aufgabe des Museums sozusagen zu bewahren und wissenschaftlich zu bearbeiten, kann ich heute nur mehr erschwert machen durch die jetzigen Gesetze. Ich habe erzählt, ich konnte den Bilbao nicht rekonstruieren. Jetzt mache ich eine Ausstellung der Geschichte der Wiederkunst, und eines der wichtigsten Werke kann ich gar nicht zeigen. Ja? Das kann nicht der Sinn der Aufgabe sein. Ne? Ich sammle Bilder von Aktionen und ich kann sie nachher nicht publizieren. Das kann nicht der Sinn der Sache sein, dass der Gesetzgeber mich hindert, meinen Auftrag als Museum zu erfüllen, nämlich Wissen zu vermitteln und das Kulturgut davor zu bewahren, dass es verschwindet. Meine Aufgabe muss sein, das Kulturgut zu vermitteln, weil es allen gehört. Ja? Und die deutsche Gesetzgebung, einer der schlechtesten, die wir in der Welt haben, verhindert das. Ja? Das ist mein Statement. Danke.
Ich habe zu danken für die überaus interessanten Einblicke, für die wahnsinnig guten Beiträge, Ihnen für die über die Maßen ausdauernde Aufmerksamkeit und die vielen guten Fragen, die gestellt wurden. Ich danke Ihnen fürs Kommen, für Ihre Aufmerksamkeit. Wir werden uns, also ich hoffe, dass es in Ihrem Kopf sich weiter noch so bewegt wie in meinem. Ich glaube, ich werde jetzt im Nachhinein noch einige gute Diskussionen zu dem Thema führen. Und dazu laden wir Sie recht herzlich ein. Offline schon eher noch mit einem Getränk hier. Online klappt das nicht so gut. Vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Zusehen und bis bald beim nächsten Wikimedia-Salon.